Liebe Anstifter, liebe Freundinnen und Freunde, liebe kritische Masse, ich darf Sie im Namen der Anstifter auf das Herzlichste zur heutigen Veranstaltung begrüßen. Es ist vollbracht. Der Abschlussbericht des NSU-Untersuchungsausschusses Baden-Württemberg liegt auf dem Tisch und wird nicht nur von uns kritisch beäugt. Es steht die berechtigte Frage im Raum, ob dieses über 900-seitige Werk nicht mehr Fragen aufwirft, als Antworten gibt. Die Anstifter haben diesen Untersuchungsausschuss von Anfang an begleitet und ich möchte an dieser Stelle noch mal kurz die wichtigsten Schritte zusammenfassen. Im November 2014 veranstalteten die Anstifter eine NSU-Konferenz mit ca. 100 Teilnehmern und Referenten aus ganz Deutschland. Als deren Ergebnis wurde in dem Ruf an Staat und Bürgerschaft Forderungen und Maßnahmen formuliert. Eine davon war die zivilgesellschaftliche Begleitung des NSU-Untersuchungsausschusses in Baden-Württemberg. Daraufhin gründete sich eine sehr aktive Expertengruppe, die Aktionen realisierte und sich zum Ziel setzte, andere Menschen zu motivieren, den NSU-Untersuchungsausschuss im Landtag zu besuchen und auch jede Zusammenkunft zu protokollieren. Sie gestalteten die Ausstellung Die Opfer des NSU im Stuttgarter Rathaus, zu deren Vernissage OB Fritz Kuhn und eine Vertreterin der Opferinitiative Kolbstraße ist überall anwesend waren. Zur Halbzeit des Untersuchungsausschusses verfassten sie einen offenen Brief. Eine ebenfalls geplante Podiumsdiskussion mit Vertretern des Untersuchungsausschusses scheiterte, vielleicht wegen dieses kritischen offenen Briefes. Nur die Grünen wären bereit gewesen und dabei gewesen, sich der Auseinandersetzung mit den Bürgern zu stellen. Euch allen sei an dieser Stelle für Ihr zivilgesellschaftliches Arbeiten in dieser Gruppe Dank gesagt. Für diese unermüdliche Arbeit und auch für die unendliche Geduld, im Auditorium zu sitzen, nichts sagen zu dürfen, wenn bei der Befragung wieder und wieder nicht die richtigen Fragen gestellt werden. Wir als Anstifter sind uns sicher, dass eure Arbeit wichtig war. Als Ergebnis ist schon jetzt eine hervorragende und umfassende Dokumentation zum Thema NSU entstanden, die über die Anstifterseiten der Öffentlichkeit zugänglich ist. Und auch in Zukunft wird eure Arbeit wichtig sein, denn der Case ist auch in diesem Fall noch lange nicht besser. In diesem Sinne, hingucken, einmischen, aufmucken. Vielen Dank. Ich übergebe das Mikrofon und das Wort jetzt an Eberhard Frasch. Er wird die Veranstaltung moderieren. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen und ich freue mich, dass Sie hier alle heute die Wege hergefunden habt und ich begrüße ganz besonders unsere beiden Referenten Sven Ullenbruch und Rainer Nübel und freue mich, dass Sie sich bereit erklärt haben, den heutigen Abend zu gestalten. Dazu werde ich gleich noch ein paar Dinge sagen. Zunächst noch ein paar technische Ansagen vorweg. Es gibt einen Büchertisch hier drüben. Dort wird auch angeboten eine Bücher- und Medienliste, die von unserem Mitglied Hans-Peter Hellermann zusammengestellt wurde und gegen einen kleinen Kostenbeitrag erworben werden kann. Dann darf ich hinweisen auf einen Film, auf eine Premiere am 14. März um 19:30 Uhr im Haus der Geschichte des Films Viktors Kopf, ein Film über einen Widerstandskämpfer, der in Stuttgart durch das Fallbeil hingerichtet wurde und ein Film über diese Geschichte und auch die nachfolgende Geschichte dieses Falls Viktor. Das
dazu wird nachdrücklich eingeladen. Ich darf auch noch darauf hinweisen, dass es an irgendeiner Stelle auch die Möglichkeit gibt, zu der materiellen Basis des Abends beizutragen. Sie wissen, was ich meine. Meine Rolle heute Abend wird eher formaler Art sein. Ich muss mich also sehr zurückhalten, nicht in Inhalte zu verfallen, sozusagen. Ich werde vor allem darauf achten, dass das, ich sage jetzt mal, Zeitkorsett, das Zeitgerüst, einigermaßen eingehalten wird, damit alle Themen und alle weiblichen und männlichen Akteure zur Geltung und zu Wort kommen. Ich hoffe in einem Maß, das die meisten zufriedenstellt, aber am Ende wird immer jemand nicht ganz zufrieden sein und vielleicht das Gefühl haben, nicht zu Wort gekommen zu sein. Aber da bitte ich um Verständnis, wenn ich dann jeweils abschneide, Zeichen gebe und bitte dann diese Zeichen auch zu beachten. Wir haben vier Blöcke, 4 bis 5 Blöcke. Der erste Block ist mit dem Thema Florian Heilig gewidmet, 20 Minuten etwa. Dann der zweite Block Kunst Plan, auch etwa 20 Minuten. Dann der Mordfall Kiesewetter, 50 Minuten im Ansatz unterteilt in 2 Unterthemenblöcke, die sich die beiden Referenten teilen. Und schließlich ein kurzer Block noch Bilanz, Ausschussarbeit und Abschlussbericht. Das etwa 15 Minuten, dann müssten wir in 2 Stunden etwa hinkommen. Das ist so der Plan. Und wie gesagt, die zeitliche Begrenzung dient dazu, dass jedes dieser Themen auch auf den Tisch kommt und nicht hinten runterfällt, ein oder andere. Dadurch, dass wir mal einen Verzug haben. Die beiden Referenten werden sich im Rollentausch sozusagen die Bälle, den Ball hin und her werfen. Und da bin ich relativ außen vor und werde dann wieder bei der Diskussion, bei den Fragen, die jeweils bei den Blöcken angehängt werden, wieder hier erscheinen. Dann darf ich also bitten, jetzt zu beginnen mit dem Fall Florian Heilig. Also, herzlich willkommen auch von unserer Seite. Wir haben ein ehrgeiziges Programm, wie Sie gerade gehört haben, deshalb steigen wir sofort ein. Erster Komplex im Ausschuss auch erhalten war Florian Heilig, auch einer der intensivst bearbeiteten Komplexe. Sven, bei Florian Heilig geht es um den jungen Mann, der zunächst mal in rechtsextremen Kreisen war und zum Aussteiger wurde. Und der, bevor am 4.11.2011 in Eisenach, also der nationalsozialistische Untergrund, bekannt wurde, schon Mitschülerinnen in der Krankenpflegeschule sagte, er wisse, wer der Mörder von Michael Kiesewetter sei. Wie intensiv und auch mit welchen Ergebnissen hat sich der Ausschuss mit diesem Komplex beschäftigt? Also bevor ich ganz konkret auf deine Frage antworte, würde ich mir noch eine kurze Vorbemerkung erlauben. Ist das vom Mikrofon her so okay bis nach hinten? Ich sehe, okay, hinten wird genickt, aber ich kann auch noch versuchen, ein bisschen lauter zu sprechen. Erstmal vielen Dank noch an alle, die gekommen sind, weil ich glaube, es ist sehr wichtig, dass sich viele Menschen auch weiterhin noch für das Thema interessieren und zu solchen Veranstaltungen wie heute Abend kommen. Das ist nicht selbstverständlich. Und deswegen auch nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich würde gerne ganz kurz was sagen, bevor ich inhaltlich zum Thema Florian Heilig einsteige und auf deine Frage konkret antworte. Wir haben es mit einem sehr monströsen Komplex zu tun bei dem Thema NSU. Wir haben 10 Morde, mehrere Bombenanschläge, wir haben ein riesiges Netzwerk von Unterstützern, mutmaßlichen Unterstützern, darin V-Leute ganz unterschiedlicher Geheimdienste, das ist alles noch gar nicht in der Gänze geklärt. Wir haben die allseits bekannten Akten, die geschreddert wurden, und wir haben mittlerweile eben auch, wie Florian Heilig, Zeugen, die verstorben sind. Ich würde mir gerne eine kritische Anmerkung zur Kritik dann doch noch erlauben, jetzt bevor ich einsteige. Und zwar habe ich ein bisschen das Gefühl, auch aufgrund der aktuellen Entwicklung, ich glaube, die meisten hier im Saal werden mitbekommen haben, dass es wieder einen Todesfall gegeben hat in dem Komplex Baden-Württemberg, auch in Florian Heilig. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass auch die Kritik
an der NSU-Aufklärung, die wichtig und berechtigt ist, bisweilen ein bisschen aufgebläht ist und auch ein bisschen orientierungslos anmutet. Das ist meiner Meinung nach gar nicht überraschend und auch verständlich. Ich glaube trotzdem, dass es Zeit ist, in eine neue Phase einzutreten, auch der Begleitung der NSU-Aufklärung, gerade in Baden-Württemberg, und ein bisschen präzisere Schnitte zu machen, auch in der Begleitung der Aufklärung oder auch der Nicht-Aufklärung in Baden-Württemberg. Und auch die Bereitschaft, neue Erkenntnisse auch zur Kenntnis zu nehmen, die sich auch aus dem Untersuchungsausschuss ergeben können. Die müssen sich natürlich nicht ergeben, aber man muss sie schon auch zur Kenntnis geben und den Fokus offen halten, meiner Meinung nach, für die wirklich wichtigen offenen Fragen. Ich denke, das ist auch im Sinne der Angehörigen, der Opfer des NSU und auch im Sinne der Aufklärung der NSU-Netzwerke, die tatsächlich ja noch überhaupt nicht ergründet sind. Das nur als kurze Vorbemerkung zu dem, was ich jetzt zum Thema Florian Heidig auch sagen werde. Rainer, du hast es schon angedeutet, Florian Heidig war ein ehemaliger Angehöriger der rechtsextremen Szene aus dem Kreis Heilbronn. Ehemalig, weil er auch im Aussteigerprogramm gewesen ist. Und der Bezug zum NSU, wie du ja schon gesagt hast, hat sich ergeben durch eine Aussage im November 2011 von dieser Lehrerin an der Krankenpflegeschule, die gesagt habe, dass Florian Heidig Mitschülerinnen erzählt habe, dass er Kenntnisse über die Mörder von Michael Kiesewetter hat. Er soll es gesagt haben, also noch vor dem offiziellen Auffliegen des NSU im November 2011. Im Januar 2012 ist es dann zu einer Vernehmung gekommen durchs LKA, wo es auch darum ging, um die Kenntnisse von Florian Heidig, und da hat er nichts dazu gesagt. Zumindest laut dem, was wir wissen, oder laut dem, was der Ausschuss in seiner Arbeit hervorgebracht hat, wurde in dieser Vernehmung im Januar 2012, hat sich Florian Heidig nicht geäußert dazu. Er hat dazu geäußert, dass in der Szene damit geprahlt werde, dass Michael Kiesewetter von Rechten ermordet wurde. Übrigens wurde auch auf die Czeska-Morde anscheinend Bezug genommen. Damit ist anscheinend auch geprahlt worden. Das ist ein Aspekt, den der Ausschuss in seinem Abschlussbericht nicht beachtet hat. Und stattdessen hat er diese Geschichte, die vielleicht auch viele hier im Saal kennen, dieser Neoschutzstaffel, dieser NSS erzählt, also einer zweiten militanten Neonazi-Gruppe, die es in Baden-Württemberg geben sollte. Chronologisch ist dann eben das Bild, das wir jetzt sehen, am 16. September 2013 der nächste Punkt. An diesem Tag hätte Florian Heidig nochmal vernommen werden sollen und ist dann in seinem Auto nach den gerichtsmedizinischen Untersuchungen lebendig verbrannt. Und die Staatsanwaltschaft hat sich damals sehr schnell festgelegt darauf, dass es ein Suizid gewesen ist. Jetzt die Frage, der Ausschuss hat sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Man kann eigentlich fast sagen, die erste Phase des Untersuchungsausschusses war komplett dem Fall Florian Heidig gewidmet. Es gab Brandgutachten, es gab technische Gutachten. Meines Wissens wurden über 40 Zeugen in diesem Komplex vernommen. Und im Ausschussbericht, der ein oder andere oder die andere wird schon mal einen Blick gewagt haben in den Ausschussbericht, legt sich der Ausschuss auch sehr fest und sagt eben, dass keinerlei Hinweise gefunden wurden auf einen Suizid. Das hätte sich aus Zeugenbefragungen eben ergeben und auch aus verschiedenen technischen Untersuchungen. Es gibt eine Ausnahme, und die Ausnahme ist eben die Aussage vom Vater, der Schwester und einer ehemaligen Freundin von Florian Heidig, aber sonst gibt es laut Ausschuss ein relativ klares Bild in Bezug auf Florian Heidig, dass es sich eben um Suizid gehandelt hat. Genau. Man könnte jetzt... Entschuldigung, ich war ein kleiner Versprecher vorher drin, deswegen gibt es ein bisschen Verwirrung. Du hast vorhin verkehrt rum gesagt. Also es gibt nach Ausschussaussagen keinen Hinweis auf Fremdversuch. Genau, es gibt keinen Zweifel an der Suizid. Version, völlig klar, laut dem Ausschussbericht. Genau. Was der Ausschuss auch gemacht hat, ist, er hat, das muss man ihm auch zugutehalten, schwerwiegende Ermittlungspannen aufgedeckt im Fall Florian Heidig. Das haben wahrscheinlich auch viele haben das zur Kenntnis genommen, dieses berühmte Bild auch vom Ausschussvorsitzenden Drexler, wo er die Gegenstände präsentiert hat, die im Auto gefunden wurden und die eben die Polizei zuerst überhaupt nicht geachtet und ausgewehrt hatte. Und es ist mittlerweile auch zu Disziplinarverfahren gekommen gegen zwei Beamte, die ermittelt haben in dem Todesfall Florian Heidig. Ich würde deswegen auch, das ist das, was ich vorhin gemeint habe, man sollte neue Erkenntnisse zur Kenntnis nehmen. Wir haben auch
in den Kreisen, in denen ich, mit denen ich recherchiert habe zu dem Thema, wir haben uns sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Wir haben auch viele Unterlagen zu diesem Thema nachvollziehen können und würden deswegen auch sagen, und das habe ich ja auch in verschiedenen Artikeln schon so formuliert, dass die Zweifel am Suizid meines Erachtens relativ weitgehend ausgeräumt werden konnten durch den Untersuchungsausschuss. Was allerdings nicht ausgeräumt werden konnte, ist, ob Florian Heinecke bedroht wurde. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Komplex, den man noch ein bisschen getrennt davon betrachten muss. Weil dafür, dass er bedroht wurde, gibt es also wirklich verschiedenste Ansätze und auch Aussagen. Das haben eigentlich sehr viele Leute aus seinem Umfeld und auch die Familie immer wieder gesagt, dass es Bedrohungen gegeben hat. Und wir wissen auch von ganz konkreten Personen, die Menschen bedroht haben in dem Teil der Neonazi-Szene, in dem Florian Heinecke sich bewegt haben. Ich habe dazu auch zum Beispiel ein Bild mitgebracht. Das ist eine Person, über die wir auch geschrieben haben, eben aus der militanten Nazi-Szene aus dem Heilbronn, aus dem Raum Heilbronn, der auch wirklich Leute bedroht hat, die sich in diesem Umfeld von Florian Heinecke bewegt haben. Es geht um die linke Person in diesem schönen Kuckucksklang, den Outfit. Genau, das ist ein guter Übergang auch zum nächsten Thema, deswegen habe ich das Bild auch ausgewählt. Genau. Bevor wir zu dem Themenkomplex kommen, wir noch eine Nachfrage. Es ist schon auffällig, dass Florian Heinecke in der Aussage in der Mitschüler und Stimmen eben nicht nur sagte, er wisse, wer die Täter, die Mörder von Michael Kiesweiler seien, sondern dass er eine Verbindung zu der sogenannten Jessica-Mordserie hergestellt hat. Das war ja tatsächlich erste Erkenntnis, auch erst Tage nach dem 4. November 2011 nach Eisenach, zumal die neuen Migrantenmorde ganz anderer Natur waren als der Vorgang auf der Dresdenmesse in Heilbronn. Wir haben ja nochmal im Kontext von Heilbronn jemanden, den Verwandten, den Onkel von Michael Kiesweiler, der auch relativ zeitnah zum Polizistenmord von dieser Jessica-Mordserie sprach. Frage: Ist da der Ausschuss tatsächlich dann bis zum ins letzte Detail dann wirklich aufklärerisch vorgegangen oder ist das für dich noch ein Punkt, wo du sagen würdest, da muss man nochmal hinschauen, wie kann, wenn es so stimmt, Florian Heinecke gewusst haben, dass der Polizistenmord mit der Jessica-Mordserie zu tun hat, obwohl die Tatwaffe gar keine Jessica war? Genau, das ist natürlich ein wesentlicher Aspekt, den der Ausschuss auf jeden Fall noch hätte ergründen müssen. Was man in dem Zusammenhang auch erwähnen muss, was der Ausschuss auf jeden Fall hätte tun müssen, ist diese zwei Schülerinnen vernehmen, die dem gegenüber Florian Heinecke eben vor dem Auffliegen des NSU im Sommer 2011 soll das gewesen sein, eben diese Andeutungen gemacht haben soll oder diese Aussagen, er wisse um die Täter der Jessica-Mordserie auch. Da hätte man natürlich, dem hätte man nachgehen müssen. Noch ein anderes bei jeder. Ihnen kennt wahrscheinlich die Situation, in der Wolfgang Drexler, Vorsitzender des Ausschusses, vor laufen Kameras mit blauen Handschuhen diese neuen Asservate präsentiert. Mir kam das eher wie das Schaulaufen vor, zumal er auch bei der Präsentation des Abschlussberichtes wieder die gleichen Handschuhe anhatte. Ist es für dich diese Situation, was ihr miterlebt, muss es sein, dass ein Ausschussvorsitzender da den Ermittler quasi spielt oder wäre da ein Zurücktreten gegenüber den Inhalten, die durchaus der Ausschuss zutage gefordert hat, in dem Komplex eher besser gewesen? Nein, man hatte bisweilen schon auch das Gefühl, dass der Ausschuss sehr stolz darauf ist, was er im Fall Florian Heinecke zustande gebracht hat und dass er überhaupt was zustande gebracht hat in der ersten Phase seiner Arbeit. Vielleicht auch schon in dem Wissen, dass es durchaus komplizierter und schwieriger werden könnte bei anderen Themen. Und ich hatte schon sehr das Gefühl, dass es sehr stark ausgenutzt und medial präsentiert wurde, dass eben Ermittlungsergebnisse im Fall Florian Heinecke tatsächlich durch den Ausschuss zustande gebracht wurden. Ja. Das bedeutet im Endeffekt, dass man dann wenige Zeit hatte in diesem eh schon engen Zeitfenster, das der Ausschuss hatte. Der nächste Komplex, der in der Tat, der Sven schon angesprochen hat, war dann der Kuckucksklan, also die ja an Merkwürdigkeiten eh schon eine reiche Geschichte und einen Polizistenmord, als auch noch bekannt wurde, dass mehrere Polizisten Mitglied dieser rassistischen Organisation waren. Was hat dazu der Ausschuss zutage gefunden? Also der Ausschuss hat, das würden wir jetzt vielleicht noch zurückstellen und in dieses Publikum gehen, zunächst zum Fragen zu sprechen. Ja, das war unsere Intention. Also wir sind perfekt abgesprochen und abgestimmt, wie wir sehen. Wie gesagt, es ist so gedacht, dass zu jedem Themenblock eine Diskussion sozusagen.
Fragerunde durchgeführt wird und dann gehen wir zum nächsten Thema. Wir haben schon das Stichwort gehört, insofern ist von hier vorne der Fall Florian Heinig das mal versorgt und wird es natürlich noch weiter versorgt durch Ihre und Eure Fragen. Ich bitte um Wortmeldung. Das Mikrofon an der Verbindung. Weiter. Wer möchte sich dazu äußern, eine Frage stellen? Bitte schön. Bitte mit Mikrofon, dass wir es wirklich auch gut verstehen. Ja, okay, ich war ja auch in diesem Untersuchungsausschuss, deshalb ist es vielleicht jetzt ein bisschen eine Insiderfrage, aber ich fand zum Beispiel den Fall Florian Heilig, was der Staatsanwalt eine ganz dubiose Rolle gespielt hat. Gegen den gibt es natürlich kein Disziplinarverfahren und mir würde es auch interessieren, was eure Meinung dazu ist, weil er hat ja die Oberhand über die Ermittlungen und er ist ja danach auch befördert worden, ob das jetzt miteinander zu tun hat, hat er hingestellt, ist aber auffällig. Und er hat ja jetzt auch nicht unbedingt das angeregt, dass mal intensiver ermittelt wird, sondern hat die Ermittlungen in kürzester Zeit mehr oder weniger für beendet erklärt. Ja, zum Verständnis, Sie meinen den Staatsanwalt Biel, der tatsächlich nachher Aufstieg zur Bundesanwaltschaft, die Bundesanwaltschaft nimmt nun die Besten, und es Baden-Württemberg, wie man daran sieht. In der Tat, was mich auch höchst irritiert hat, dass ein Staatsanwalt wohl noch aus der Rechtsmedizin die Entscheidung fällt, es handelt sich lediglich um Selbstmord und dann mit der ersten Erklärung, es sei aus Liebeskummer passiert. Sven, du weißt, gab dazu noch mehr. Ja, also ich kann das auch nur bestätigen, dass der Staatsanwalt eine sehr blockierende Rolle eingenommen hat. Das haben sich auch die Polizisten und Polizistinnen, die im Ausschuss dazu ausgesagt haben, zum Todesermittlungsverfahren Florian Heilig immer wieder darauf bezogen, dass der Staatsanwalt gesagt hat, wir haben keine Hinweise auf Fremdverschulden, deswegen unterlassen wir die Maßnahmen. Und das hat auch der Staatsanwalt im Untersuchungsausschuss immer wieder wiederholt, dass er eben da keinerlei Anlass gesehen hat, weitere Maßnahmen einzuleiten, obwohl eigentlich klar war, dass es eine Bedrohungssituation gegeben hat. Also die Aussagen hat es ja gegeben. Und es ist im Übrigen ein sehr ungewöhnlicher Todesfall und eine sehr ungewöhnliche Todesart. Das hat der Ausschuss ja auch thematisiert. Es wurde ja im Ausschuss auch gegenübergestellt, der Todesfall Arthur Christ, falls das den einen oder der anderen im Raum was sagt. Es gab noch einen anderen Todesfall im Jahr 2009 von einem jungen Mann, der auch am Rande was mit dem NSU-Komplex zu tun hatte. Und in diesem Fall wurde eben ganz anders ermittelt, obwohl es vom Tathergang oder vom Todeshergang, sage ich mal, ein ähnlicher Fall gewesen ist. Und das hat der Untersuchungsausschuss auch klar gegenübergestellt, dass da sehr massive Verfehlungen gewesen sind im Fall Florian Heilig. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass der Ausschuss den Fall Florian Heilig gar nicht zu Ende untersucht hat. Im September wollte er von der Familie von Florian Heilig verschiedene Gegenstände, die die Familie im Auto sichergestellt hat, bekommen. Und die Familie, die ursprünglich sozusagen kooperiert hat mit dem Ausschuss, hat dann im Laufe der Sitzungen diese Kooperation zurückgezogen, also wurde mit dem Ausschuss nicht mehr kooperieren, weil es das Vertrauen verloren ging. Daraufhin hat der Ausschuss eine Hausdurchsuchung und einen Beschlagnahmebeschluss erwirkt beim Amtsgericht in Heilbronn und es hat also eine Razzia stattgefunden bei der Familie Eppingen. Im Prinzip auch ein einmaliger Vorgang, muss ich sagen, dass eine Razzia stattfindet gegen Zeugen. Und am nächsten Sitzungstag hat dann der Ausschuss im Prinzip, also die Familie hat die Gegenstände nicht rausgegeben. Andere Gegenstände sind noch unterwegs und werden forensisch untersucht. Und dann hat der Ausschuss demonstrativ die Ermittlung im Fall Florian Heilig eingestellt, obwohl am selben Tag noch drei Zeugen gehört wurden, die neue Sachen gesagt haben. Zum Beispiel ein Zeuge, der das Auto um 8 Uhr auf den Basen hat fahren sehen, um 9 Uhr ist das Auto explodiert, um 7 Uhr haben schon Leute das Auto gesehen, das heißt, das Auto wurde unterwegs bewegt. Damit hat sich der Ausschuss nicht mehr beschäftigt. Er hat sozusagen den Fall Florian Heinig beendet, meiner Meinung nach demonstrativ, und hat im Prinzip den Fall nicht zu Ende untersucht. Offensichtlich die nächste Frage sofort, ja. Also was mich ein bisschen beschäftigt hat als Besucher des Untersuchungsausschusses ist,
zum Komplex Florian H., dass die GREGS, also die Beratungs- und Interventionsgruppe des Landeskriminalamtes, den Florian angeboten hat und der Familie angeboten hat, ihn ins Zeugenschutzprogramm zu übernehmen. Angesichts dessen, dass der sogenannte, die Organisation Neo-SS sich eher als harmlos darstellt, als Fantasie von nationalistisch angetörnten Jugendlichen, ergibt sich doch eine gewisse Diskrepanz, weil es war eine Maßnahme, die ist sehr aufwendig und sehr teuer, und insofern müsste eigentlich die GREGS und das LKA um Vorgänge gewusst haben, die doch weit über das hinausgehen, was jetzt bekannt zu sein scheint. Also wie schätzen Sie denn die Möglichkeit ein, dass mit Neo-SS eigentlich die Standarte Württemberg gemeint war, zu der es dann viele Hausdurchsuchungen gegeben hat in vielen verschiedenen Orten, und haben Mitglieder der Standarte Württemberg möglicherweise Kontakte zum Netzwerk des NSU? Eine Frage. Ganz kurz ja, vielleicht. Vielleicht können wir jetzt zunächst mal die zwei Komplexe bearbeiten, das ist Stoff genug, und dann noch sehen, was dann Zeit bleibt für weitere Fragen. Danke. Ich würde gerne auf die Frage zu Standard Württemberg und die GREGS antworten, wenn es kurz möglich ist. Du kannst mich auch korrigieren, aber meines Wissens wurde das dementiert, dass es von die GREGS ein Angebot gegeben habe an Florian Heidig auf Zeugenschutz. Das ist meines Wissens dementiert worden im Ausschuss von den Verantwortlichen, dass die Zusammenarbeit gegeben hat mit GREGS, in welcher Intensität auch immer. Das steht aber nicht zur Disposition. Meines Wissens war das übrigens ein sehr chaotischer Vorgang. Also ich glaube, dass da mehr als eine Handvoll verschiedener Menschen in Kontakt hatten zu Florian Heidig. Also keine sehr vertrauensvolle Basis scheint dort zustande gekommen sein. Zur Frage nach Standarte Württemberg, da gibt es in der Tat einen Link zwischen dieser NSS-Geschichte und diesem Neonazi-Kreis und Florian Heidig. Und zwar ist es diese Person, über die wir auch schon geschrieben haben, Kai Ulrich S. aus Ilsfeld bei Heilbronn, der tatsächlich auch in dem Verfahren Standarte Württemberg eine Rolle gespielt hat. Und zwar soll er der Waffenbeschaffer gewesen sein von der Standarte Württemberg und war eben gleichzeitig derjenige, der diesem Matthias Matze von der NSS ein Hakenkreuz auf den Arm tätowiert hat und deswegen auch im Untersuchungsausschuss ein Thema gewesen ist. Ansonsten muss ich sagen, sind mir die Namen auch bekannt derjenigen, die im Ermittlungsverfahren der Standarte Württemberg beschuldigt sind oder gewesen sind, und es gibt dort keine weiteren Übereinstimmungen zu diesem Kreis um Florian Heidig nach meinen Recherchen. Das ist das, was ich dazu sagen kann. Also außer diesem Waffenlieferanten meines Wissens keine Überschneidung. Vielleicht noch ein Einsatz. Bedauerlich aus meiner Sicht ist eine Lücke, die noch in der Ausschussarbeit übrig geblieben ist. Der Vater Florian Heilig hat in seiner Zeugenaussage angegeben, dass Florian schon im Juli, August 2011, also wiederum vor dem Bekanntwerden des NSU, vom NSU gesprochen habe und auch angedeutet habe, dass erst wenn gewisse andere Neonazis im München vor Gericht säßen, erst dann tatsächlich recht gesprochen werden könnte. Ich hätte mir gewünscht, dass, da es ein Ermittlungsverfahren gegen Florian Heidig gab, zu dem Zeitpunkt, wo er den Hitlergruß gezeigt hatte, dass der Ausschuss nochmal eruiert hätte, ob es eine Vernehmung gibt, in der unter Umständen er danach gefragt würde, weil dann hätte man es, was immer die Lage sicher macht, es entweder verifizieren oder falsifizieren können, was die Aussage des Vaters Heidig angeht. Ja, unser Zeitkontingent ist leider von diesem Punkt weitgehend erschöpft. Vielleicht kannst du, Sven, noch auf den Beitrag von Thomas Moser einen abschließenden Satz zu den offenen Fragen. Was ist denn insgesamt noch? Da wollte ich mal sagen, wo sind jetzt diese Beweismittel hingekommen, die im Auto gefunden wurden und dann, glaube ich, im Herrn Funke, der Herr Funke hat sie letztlich gehabt. Was ist jetzt aus diesen Dingen geworden? Also gut, könntest du auf diese selbst erklärte Wortmeldung jetzt noch. Ja, direkt darum ist ein belebtes Geschäft. Können wir damit jetzt die Runde schließen und genau in dieser etwas abschließenden Bewertung?
Ich würde einfach nur ganz kurz die Frage beantworten. Es ist tatsächlich so, dass es drei Gegenstände gibt, und zwar ein Laptop, ein Handy und ein Camcorder, der nicht ausgewertet werden konnte vom Ausschuss. Die Formulierung des Untersuchungsausschusses ist, wir sind dort an unsere Grenzen gestoßen, eben aufgrund dessen, was Thomas Moser ja vorhin schon erwähnt hat, dass die Familie die Zusammenarbeit eingestellt hat. Und de facto ist im Moment nicht bekannt, wo sich diese Gegenstände befinden und was für Daten auf diesen Gegenständen gewesen sein sollen oder sind. Man muss dazu aber auch natürlich sagen, dass es Gegenstände sind, für die sich die Polizei auch nicht interessiert hat. Deswegen hat sich die Familie überhaupt erst damit befassen müssen, und deswegen konnte sich der Ausschuss erst damit befassen. Gut, damit nehmen wir die wunderschöne Überleitung, die vorhin schon begonnen hatte, zum zweiten Thema Ku Klux Klan. Gerne, bitte. Ja, wir sind Oldenburg, Speicherbauer von links. Wir haben auch beim Komplex KKK, Ku Klux Klan, auch ganz wichtige Links. Deshalb nämlich, weil einer der Mitgründer des Ku Klux Klans hier in Baden-Württemberg, Thomas Richter, langjähriger V-Mann des Verfassungsschutzes war. Leider auch ein wichtiger Zeuge, der nicht mehr unter uns ist. Sie haben es ganz sicher gelesen, der offiziell aufgrund einer nicht erkannten Diabetes, auch wiederum kurz vor seiner Aussage, die er hätte machen sollen, verstorben ist. Thomas Richter spielt eine ganz entscheidende Rolle, weil er 2005, 2006 dem Bundesamt für Verfassungsschutz die berühmte CD schon übergab, eine nicht die berühmte CD, sondern eine DVD mit dem Titel NSU, NSDAP, aus diesem Umstand erschließt sich natürlich die Frage, ob damit die Verfassungsschützer, zumindest im Bund, schon frühzeitig von der Existenz des NSU gewusst haben. Also um den KKK rankt sich ein ganzes Geflecht an wichtigen Fragen. Sven, welche zentralen Fragen hat der Ausschuss angegangen, welche ist er angegangen, und hat er denn substantiierte Ergebnisse dabei erzielt? Natürlich schwer, das jetzt in der Kürze zu beantworten, aber man kann im Großen und Ganzen sagen, dass meiner Meinung nach der Ausschuss die Rechercheergebnisse bestätigt hat, die eigentlich investigative Journalistinnen und Journalisten und andere Menschen schon vorher zutage gebracht haben. Also wie du auch schon richtig gesagt hast, gab es tatsächlich einen Ku Klux Klan, die European White Knights of the Ku Klux Klan, in Baden-Württemberg in Schwäbisch Hall gegründet, von Achim Schmid. Am 1. Oktober 2000 gegründet. Es gab dazu im Ausschuss natürlich Diskussionen, ob das ein sogenannter Honeypot gewesen sein könnte. Das heißt, ob Achim Schmid in seiner Rolle als V-Mann des baden-württembergischen Verfassungsschutzes diesen Ku Klux Klan gegründet habe, um Rechtsextremisten gezielt anzulocken. Dazu ist die Darstellung des LfV ganz klar, dass er im November 2000, also sofort nach dieser Gründung von dem Ku Klux Klan, abgeschaltet worden sei und man deswegen das nicht als einen Honigtopf bezeichnen könne. Diese Einschätzung hat sich auch der Untersuchungsausschuss angeschlossen. Ansonsten ist der ganze Komplex Ku Klux Klan natürlich sehr mysteriös. Man kann sich das kaum vorstellen. Ein Ku Klux Klan in Baden-Württemberg, in dem gleich zwei V-Leute so eine tragende Rolle spielen. Einer vom Bundesamt für Verfassungsschutz, einer vom Landesamt für Verfassungsschutz. Dazu 23 Personen aus dem gesamten Bundesgebiet, aus der teilweise militanten Neonazi-Szene, die gemeinsam für die Vorherrschaft der weißen Rasse einstehen und einen Blutschwur leisten, also eine sehr obskure Geschichte, und die wird natürlich nicht besser dadurch, dass zwei Polizisten aus Baden-Württemberg tatsächlich Mitglied gewesen sind in diesem Ku Klux Klan. Das hat sich auch im Wesentlichen bestätigt in dem Ausschuss. Die Polizisten wurden ja auch vorgeladen und waren als Zeugen im Ausschuss und haben sich dort erklärt, warum sie denn dort gewesen sind. Ich muss das immer nachgucken, damit ich nicht den Irrsinn verwechsel, wer was gesagt hat. Also der eine hat tatsächlich gesagt, ihn hätte das Geheime und Konspirative gereizt und er wäre dorthin gegangen, um Frauen kennenzulernen. Und der andere wiederum hat eher das Gruppengefühl in diesem Ku Klux Klan als das Anziehende beschrieben und hat immer wieder beteuert, er hätte nicht gewusst, dass es sich dabei um eine rassistische Vereinigung gehandelt habe. Ich habe deswegen aus diesem Grund auch nochmal ganz kurz von der Homepage vom EWK, KKK, das nochmal dargestellt. Ich glaube, die nächste Folie ist noch aussagekräftiger. Die europäischen weißen Ritter des Ku Klux Klan sind eine patriotische, weiße, brüderliche Geheimorganisation. Keine profitorientierte Organisation, sondern eine Bruderschaft, die sich der Erhaltung und dem Vorankommen der weißen Rasse gewidmet hat. Weiter unten dann ist auch noch die Rede davon, dachtest du immer schon,
dass du eigentlich gegen die, dass das eigentlich gegen die Natur und gegen Gott ist, mit muslimischen Aussendungen und mit Legern sich einzulassen. Also es ist recht eindeutig auch damals schon gewesen, dass es sich um eine rassistische und antisemitische Organisation gehandelt hat, und das hätte auch den beiden Polizisten bekannt sein müssen. Das hat der Ausschuss übrigens, muss man der Vollständigkeit halber erwähnen, auch kritisiert. Gerade den Timo Hade wurde auch schwer dafür im Ausschuss kritisiert, und das wird auch im Bericht erwähnt, dass er erwähnt habe, er wusste davon nichts, denn eigentlich war das abwegig, dass man sagt, man weiß nicht, dass es sich dabei um eine rassistische Vereinigung handelt, zumal er ja auch einen Blutschwur auf diese Inhalte leisten musste bei seinem Eintritt und auch bestätigen musste, dass er keine Vorfahren jüdischer Abstammung hat. Von daher war es eigentlich mehr als ersichtlich. Gerade diese Mitgliedschaft von Timo H. im KKK hat uns Journalisten ja besonders interessiert. Deshalb bei Timo H. am Tag des Polizistenmords Einsatzchef von Michael Kiesewetter war. Gibt es irgendwelche Erkenntnisse, Ergebnisse des Untersuchungsausschusses, die auf die Frage, die wir viele Journalisten thematisiert haben, spielt die KKK, ehemalige KKK-Mitgliedschaft von Timo H. in irgendwelcher Weise eine Rolle im Kontext des Polizistenmords? Ja, genau, also neben der Rolle von Corelli, Thomas Richter, den wir schon erwähnt haben, ist das eigentlich der zentrale Link überhaupt zum NSU-Komplex gewesen, weil ja immer auch die Frage mitgedacht werden muss. Wir haben diesen KKK in Baden-Württemberg, aber was ist denn der Link zum NSU überhaupt? Und da war natürlich die Frage Timo H. eine ganz entscheidende, weil er eben, wie du schon gesagt hast, der Gruppenführer gewesen ist an diesem Tag. Und während Michael Kiesewetter ermordet wurde auf der Theresienwiese, war er in Zivil auch unterwegs mit einem Kollegen in Bahnhofsnähe. Also könnte man jetzt auch denken, gar nicht mal so weit. Dem ist der Untersuchungsausschuss auch nachgegangen und hat sich aber da relativ festgelegt und sagt auch in seinem Abschlussbericht, dass keine Erkenntnisse zutage gekommen sind, die auf irgendeinen Zusammenhang zwischen Timo H. und dem Tod von Michael Kiesewetter hindeuten oder überhaupt auch im Zusammenhang zwischen Timo H. und dem Ku Klux Klan. Argumentiert wird da unter anderem eben auch mit dem zeitlichen Aspekt, dass die Ermordung von Michael Kiesewetter 2007 doch auch einige Jahre von der Mitgliedschaft im Ku Klux Klan, das muss man schon auch mitdenken, entfernt ist. Also die Mitgliedschaft im Ku Klux Klan war in den Jahren 2001, 2002 und Michael Kiesewetter wurde eben 2007 ermordet. Und zu diesem Zeitpunkt war Timo H. auch nicht mehr Mitglied im Ku Klux Klan, das muss man auch dazu sagen. Informative Frage. Ihr habt euch sehr intensiv mit den Strukturen des Ku Klux Klan beschäftigt. Ich kenne es von der Mafia her, dass man einmal Mitglied ist, sondern immer Mitglied. Man kann also nicht austreten wieder aus der katholischen oder evangelischen Kirche. Ist es beim Ku Klux Klan möglich, dass man sagt, ich bin nicht mehr Mitglied, und wird man dann quasi in Ruhe gelassen, oder gibt es dann immer wieder Bestrebungen, eine Affinität wiederherzustellen? Das ist natürlich schwer zu sagen. Wir haben da auch widersprüchliche Ergebnisse gefunden. Also es gibt wohl sehr lax gehandhabte Ku Klux Klan-Strukturen in Baden-Württemberg. Es gibt aber auch Personen, die tatsächlich davon ausgehen, mit diesem Blutschwur im Stile auch der amerikanischen rassistischen Geheimbünde eine lebenslange Partnerschaft praktisch oder ein lebenslanger Teil einer Bruderschaft geworden zu sein. Das ist ein Stichwort, das war nicht abgesprochen im Übrigen, ein Stichwort gegeben, das mich sehr umtreibt, weil im Stichwort Amerikaner, die in meiner Wirtschaft eine große Rolle gespielt haben. KKK ist eine amerikanische Veranstaltung, muss man flapsig sagen. Das heißt, einige der Mitglieder, Gründungsmitglieder wie Achim Schmidt, waren in Amerika. Ich habe im Ausschuss nie die Frage gehört, ob unter Umständen amerikanische Behörden mit involviert waren in Ermittlungen zum Ku Klux Klan, weil das müsste, ich frage jetzt mal suggestiv, andersrum gefragt, müsste das nicht die Amerikaner interessieren, was im Ku Klux Klan nicht nur bei ihnen in Amerika, sondern bei denen, die zu ihnen nach Amerika kommen, aber in Deutschland ein bisschen nach Schwäbisch Hall agieren? Das ist tatsächlich richtig, das wäre ein wichtiger Aspekt gewesen. Man könnte dazu ergänzend übrigens auch noch eine Person anführen, die das ein bisschen materialisiert, was du gerade gesagt hast, auch die Verbindung zwischen USA und Baden-Württemberg. Und zwar gab es auch noch einen anderen Ku Klux Klan, die sogenannten International Knights of the Ku Klux Klan, die tatsächlich von einem US-Amerikaner, der hier in Baden-Württemberg lebt, diesem Paul E., den haben vielleicht auch einige im Ausschuss erlebt, gegründet wurde. Er war also der Grand Dragon von diesem Ku Klux Klan. Und das ist im Übrigen noch ein Aspekt, den hätte ich sowieso angesprochen. Neben diesem EWK, KKK, hat der Ausschuss
zutage gefördert, dass tatsächlich in den 90er Jahren noch andere Ku Klux Klan Strukturen in Baden-Württemberg gegeben hat, an denen auch zum Teil militante Neonazis aus dem Blood and Honor Umfeld oder auch Netzwerk, also auch Mitglieder von Blood and Honor, zum Beispiel der Markus Frentic, beteiligt gewesen sind. Das ist also ein wichtiger Aspekt, den man nochmal hervorheben müsste. Dazu gab es auch Knatsch mit dem Landesamt für Verfassungsschutz, weil die das offensichtlich überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Also schon mal gar nicht in den 90er Jahren und aber jetzt anscheinend auch nicht, weil die Akten sehr unvollständig gewesen sind, die der Ausschuss dazu bekommen hat und letztendlich 159 Aktenteile nochmal separat angefordert werden mussten vom Ausschuss zu diesem Komplex Ku Klux Klan, jenseits jetzt vom EWK, KKK. Mich würde von dir noch eine Einschätzung interessieren. Clemens Willinger, der jetzt ist ja Vorsitzender des Bundestags- und Untersuchungsausschusses, CDU-Politiker und ehemaliger Polizist, er brachte ja diese These des Honigpots, des Honigtopfes auf. In der Tat wird auch in Baden-Württemberg so verfahren, wenn man mal an die Islamisten in Neu-Ulm und Ulm denkt, da wurden zentrale Vertreter dieser radikalen Szene, die nachher sich zur Terrorszene entwickelt hat, nach Ulm geradezu zentriert. Da sprechen auch viele von Honigtopf-Strategie. Ist die These von Binninger für dich abwegig? Oder wenn man bedenkt, dass mit Thomas Richter und Achim Schmidt gleich zwei V-Leute dabei waren, oder müsste man unter Umständen, zumindest auch im Bund jetzt, also hätte Binninger die Möglichkeit, dem nochmal nachgehen, ob der Verfassungsschutz bewusst eine Zentrierung des KKKs in dieser Region Heilbronn, Schwäbisch Hall, getätigt hat? Ich würde den Honigtopf kurz erklären. Ich habe vorhin schon versucht, das anzureichen. Die Honigtopftheorie besagt mehr oder weniger, dass der Verfassungsschutz über seine V-Leute eben gezielt eine Struktur, in diesem Fall den Ku Klux Klan, gegründet und in die Welt gesetzt hat, um damit interessierte Rechtsextremisten anzulocken und dann praktisch sich einen Überblick verschaffen zu können, wer interessiert sich denn hier bei uns dafür und auch dann eben die Namen und Strukturen durchschauen zu können und die im Endeffekt auch zerschlagen zu können. Das würde durchaus Sinn machen, weil das Bundesamt für Verfassungsschutz im Endeffekt, das stellt der Untersuchungsausschuss auch meiner Meinung nach richtig fest, über den Corelli, über den V-Mann, den das Bundesamt im Ku Klux Klan hatte, diese Struktur schon auch zerschlagen hat im Endeffekt. Also es gab da wohl auch interne Streitereien um die Kasse des Ku Klux Klans und solche internen Probleme, aber es ist wohl schon auch so, dass das Bundesamt da massiv reingegangen ist und den Ku Klux dann zerschlagen hat. Also es würde ein bisschen dagegen sprechen, jetzt, dass es ein Honigtopf gewesen ist, könnte natürlich ein Honigtopf auf Zeit auch gewesen sein. Grundsätzlich würde ich aber schon auch zu bedenken geben, auch wenn man sich in der Gesamtheit anguckt, wie die rechtsextreme Szene strukturiert ist, ob der Ku Klux Klan tatsächlich dort so eine bedeutende Rolle einnimmt, dass er es ermöglicht, dass der Verfassungsschutz über so eine Struktur an ein bestimmtes Personenspektrum militanter Neonazis oder so herankommt. Da würden sich meiner Meinung nach andere Strukturen eher anbieten jetzt als ein Ku Klux Klan, der ja auch im Ausschuss von einigen Neonazis, die dort als Zeugen ausgesagt haben, eher belächelt wurde oder diskreditiert wurde, auch als spinös und etwas abwegige Veranstaltung. Gut. Das Publikum. Ich würde mich gerne auch anstellen in der anderen Frage, denn mit einer Frage diesmal meine Askese zurückstellen. Aber zunächst mal das Publikum, bitte schön. Ich habe eine Frage. Was ist von Zweifeln zu halten, beziehungsweise von Behauptungen, dass die Todesursache für den 18 Jahre lang sehr ergebend wirkenden Frauen Corelli, jetzt Thomas Richter, unwahrscheinlich oder ja, doch ziemlich unwahrscheinlich ist. Es handelt sich nach meinen Recherchen und nach Aussagen von Jerzy Sonntag um ein katezadonisches, wie heißt es? Egal, um eine Diabeteskrankheit, an der 2% aller Männer unter 49 Jahren erkranken. Meines Wissens war Thomas Richter zum Todeszeitpunkt 39 Jahre alt. Zwei
bis 5% aller Erkrankungen an dieser Diabetes erleiden, jetzt kommt mir der Begriff wieder, an einem katecholamischen Koma. Wir bewegen uns jetzt schon in einen ganz schmalen Sektor. Woher habe ich das? Einerseits wurde ich auf diese Sache durch eine relativ dubiose Quelle aufmerksam gemacht. Da diese Quelle dubios ist, habe ich selbst recherchiert im Internet unter diesem Fachwort und bin zu einer Bestätigung von dem gekommen, was diese Quelle gesagt hat. Weiterhin habe ich dann Seiten von Fachärzten aufgeschlagen, mit meinem eigenen Hausarzt darüber gesprochen, ein sehr tüchtiger Internist, und mit einem Diabeteserkrankten, der sich sehr intensiv um seine Krankheit bemüht. Wäre das nicht auch noch eine Frage, der nachgegangen werden müsste? Also der Bundestagsuntersuchungsausschuss wird, wenn ich richtig informiert bin, dem nochmal nachgehen. Aber es ist ganz klar, dass natürlich man auf die Expertisen der Ärzte angewiesen ist. Wir schon wissen alle mal, es ist reine Spekulation, wenn wir sagen würden, das war kein natürlicher Tod. Man braucht da einfach substanzielle Hinweise. Man sieht aber an der Reaktion gerade von Bundestagsabgeordneten, dass sie dem nachgehen wollen. Das heißt, natürlich ist es fatal, dass einer der wichtigsten Zeugen nicht mehr aussagen konnte. Das hätte gerade zu dem Zeitpunkt, als der erste Bundestagsausschuss aktiv war, hätte natürlich Licht in das ganze Dunkle bringen können. Man kann nur abwarten, ob es Wege gibt, einen solchen Tod nochmal zu rekonstruieren, ob es solche Merkwürdigkeiten tatsächlich subsanierter Art geben kann, die man greifen kann, aber mehr können. Finde ich, kann man als Journalist eigentlich, wenn man keine Belege hat, nicht sagen, ich bin in meinem Jahrgang, Sie sehen es, auch jemand, der die Todesnacht in Stammheim natürlich auf und runter erlebt und recherchiert hat. Und man muss mal sagen, wenn es ganz klar, wenn es keine Belege gibt für eine andere Version, dann gilt die Version, die Mediziner in die Welt setzen. Das ist leider so. Meine Frage wäre, Sie haben gesagt, dass eine von Ihnen wollte Frauen kennenlernen. Wenn man diesen Text mal liest, dann sieht man unsere Bruderschaft. Also waren dann es nur lauter Männer oder waren dort auch Frauen? Und warum sind dann nicht Geschwisterschaft, sondern nur Bruderschaft? Also die Frage kann man recht kurz und knackig beantworten. Es waren meines Wissens tatsächlich um die 20 Personen in diesem EBK, KKK und davon meines Erachtens zwei Frauen, die aber anscheinend auch vergeben gewesen sind. Also der Aspekt fällt eigentlich relativ hinten runter. Es gibt in kirchlichen Kreisen die Anrede, liebe Brüder beiderlei Geschlechts. Jetzt bitte Hans-Peter. Ja, also wenn man diese KKK-Gruppen International Nights oder European White Nights betrachtet, da hatten die ja etliche Mitglieder, die auch sonst in der rechten Szene aktiv waren, in anderen Gruppen, in der NPD gleichzeitig oder in Musikgruppen. Und müsste man bei dem Personal dieser Gruppen nicht davon ausgehen, dass es dann relativ Nähe zwischen KKK-Leuten und beispielsweise Blatt und anderen Leuten gibt. Und wenn man jetzt bedenkt, dass die Band Screwdriver von Ian Stewart, der ja der Blattgründer war, vor seinem Tod hier mehrere Monate in Stuttgart gelebt hat, wenn man bedenkt, dass es hier die Kreuzritter für Deutschland gab, mit Andreas J. Fort, die auch eine Zeitschrift hatten, die mit der Band Neue Werte stark zusammenhing. Andreas J. Fort war nach Stuttgart in der Berliner Szene aktiv, hat einen Kriminalroman über seinen Knastaufenthalt geschrieben. Es gibt da also vielfältige Beziehungen
plötzlichen Leuten, die mal im KKK waren, die mal in der Kameradschaft waren, die mal bei Blatt und Anna waren, die hin und her gewandert sind. Könnte es nicht sein, dass es im Umfeld all dieser Gruppen weitere Personen gibt, die man halt nicht so kennt, über die verschiedene Connections gelaufen sind, die doch auch mit dem Mord von Frau Kiesewetter zusammenhängen könnten? Also ich halte es für einen ganz entscheidenden Punkt, der dringend im zweiten Untersuchungsausschuss behandelt werden muss. Sie wissen ja, dass der ganze Komplex Beziehungen zwischen NSU-Umfeld und Baden-Württemberg noch brach liegt. Das soll ja Gegenstand des zweiten Ausschusses werden. Das ist umso mehr wichtig, als dass ja bekannt geworden ist, dass Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt bei Zeremonien des KKK dabei war. Und ich komme gerade aus Erfurt und höre da aus der Staatskanzlei, dass es relativ viele Dokumente noch geben soll zum KKK in Thüringen. Also genau dieser weiße Fleck, ich bin immer ganz plastisch und vorgreifend auf meine Bilanz des Ausschusses, dieser entscheidende Fleck, was sind die Relationen von Thüringen und Baden-Württemberg, da spielt der KKK ganz sicher eine große Rolle. Und nochmal auch in dem Aspekt gesehen, wenn es vielleicht auch kein Honeypot in Schwäbisch Hall war, dennoch ist es eine Veranstaltung, die seit den 80er Jahren eine große Rolle spielt, die von den großen Behörden der Sicherheitsstaat dieser Bundesrepublik genauso wie international immer wieder analysiert wurde. Von dem her ist, glaube ich, die Dimension zumindest nicht austariert. Es kann sein, das bleibt bei einer geringen Dimension, aber ich gebe in der Erfahrung recht, man muss das auch ausgleichen. Mir ist eine Sache noch wichtig im Zusammenhang mit Zeugenvernehmungen durch diesen Ausschuss, die wiederum sehr viel über diesen Ausschuss selber sagen. Also es ging zum Beispiel um das Thema, das hier jetzt schon seit ein paar Minuten Thema ist, Corelli, Thomas Richter, einer der wesentlichsten V-Leute im NSU-Komplex überhaupt. Und nun konnten wir bei den Zeugenvernehmungen hier Zeugen erleben, die mit Corelli, mit Thomas Richter, in Schwäbisch Hall tatsächlich zu tun hatten. Und zwar nicht nur einmal, sondern mehrfach. Eine Zeugin war zum Beispiel die Frau, die ehemalige Frau des KKK-Gründers Achim Schmid, der auch noch als Zeuge vernommen werden soll. V-Mann des Landesamtes für Verfassungsschutz. Und bei der Zeugenvernehmung kam heraus, dass Thomas Richter, V-Mann Corelli, so oft in Schwäbisch Hall war, dass er hat bei den Schmitz gewohnt, dort ein eigenes Zimmer hatte. Er war so oft dort, dass er ein eigenes Zimmer hatte, das heißt, es war eine Zeugin, die hätte ganz viel über Thomas Richter sagen können. Und wir haben unseren Ohren nicht getraut, dass ab diesem Punkt kein einziger Abgeordneter mehr eine Frage hatte an den Ausschuss. Nachdem klar war, Thomas Richter war mehrfach in Schwäbisch Hall, hatte dort ein Zimmer am Wochenende, wurde die Befragung beendet. Ich weiß gar noch, wer das Wort geführt hat, das war Nicolás Sagelario, aber auch kein einziger anderer Abgeordneter hatte mehr eine Frage danach. Und wir saßen hinten und aus dem Stand werden uns Dutzende von Fragen eingefallen an diese Zeugin. Wann kam der Thomas Richter? Mit wem kam er? Kam er mit dem Zug? Kam er mit dem Auto? Wo ist er hingefahren? Und so weiter und so fort. Niemand hat sich dafür interessiert. Und diese Situation bringt mich dazu, zu fordern im Prinzip, die Abgeordneten haben es ja selber thematisiert, dass man das Untersuchungsausschussgesetz ändern müsste, offener machen müsste. Und an dem Punkt bin ich für die Einführung eines Fragerechtes durch Zuschauer zum Beispiel. Ein externes Fragerecht, und dann können die Abgeordneten noch so viel blockieren, wie sie wollen. Dann haben Journalisten oder sachkundige Bürger die Möglichkeit, die Fragen zu stellen, die notwendig sind. Die Schlussrunde zu dem Thema einläuten. Vielleicht noch mit einer kleinen Zusatzfrage, nämlich nach der Behandlung der Zeugen, Polizeipräsidenten, Vorgesetzten, dieser Ku Klux Klan Polizisten, wie ihr das einschätzt, das ist jetzt, glaube ich, noch nicht Thema gewesen. Na, das, worauf du ansprichst, ist vermutlich auch die Tatsache, dass zwar bekannt wurde ab einem gewissen Zeitpunkt, dass die zwei Beamten im Ku Klux Klan gewesen sind, das wurde durch Maßnahmen des Verfassungsschutzes bekannt und wurde dann auch an die Polizei und an die Zuständigen in der Polizei
weiter gesagt, es ist aber nichts passiert. Das ist vermutlich der Zustand, auf den du anspielst. Es hat insgesamt 2 Jahre meines Wissens gedauert, vom Bekanntwerden bei der Polizei dieser Ku Klux Klan-Mitgliedschaft, bis überhaupt mal disziplinarrechtliche Ermittlungen eingeleitet wurden gegen diese beiden, die dann übrigens auch noch nicht sehr glorreich endeten, weil in dem einen Fall meines Wissens nur eine Rüge oder ein Verweis erteilt werden sollte, der dann auch nicht mehr erteilt werden konnte, weil eine Verjährungsfrist auch noch nicht eingehalten wurde und in dem anderen Fall noch niedriger disziplinarrechtlich vorgegangen wurde. Also es ist schon insgesamt, muss man sagen, ein sehr skandalöser Vorgang, dass so eine Ku Klux Klan-Mitgliedschaft noch nicht mal zu ernsthaften Konsequenzen geführt hat, zumal der eine Beamte noch hätte des Dienstes enthoben werden können, weil er noch in der Probezeit auch gewesen ist. Also ich halte ja Wolfgang Drexler für einen rhetorisch hochbegabten Mann, aber an dem Punkt fand ich das vollkommen authentisch. Der hat sich wirklich richtig aufgeregt darüber, wie lasch, wie lax der zuständige Ministerialrat oder Direktor, der heute Präsident des Landesrechnungshofes ist, wie er mit dieser Causa umgegangen ist. Also da muss auch ehrlich sein als Journalist. Ich finde, da war die Empörung zumindest von Drexler sehr echt und ich glaube auch mehr als eingebracht. Ich kann mir einen Zusatz nicht vergleichen, weil die Information in keiner Zeitung und beim SWR gehört oder gelesen habe. Einer der beiden Vorgesetzten von diesen Ku Klux Klan-Polizisten war Martin Schreiber, der Ordnungsbürgermeister der Stadt Stuttgart. Das sollte das Publikum wissen. Gut, wir holen Luft und atmen durch und gehen zum großen neuen Komplex, nämlich zu dem Fall Mordfall Kiesewetter und was sonst noch damit zu tun hat. Bitte schön. Ja, eigentlich ist es ja der Hauptkomplex oder wäre es der Hauptkomplex gewesen. Und eben geht es um die Frage des Polizistenmords vom 25. April 2007, als Michael Kiesewetter gegen 14 Uhr, also quasi am helllichten Tag, mit einem Kopfschuss getötet wurde und Martin A., ihr Kollege, lebensgefährlich verletzt wurde. Die Bundesanwaltschaft hat sich frühzeitig festgelegt, es waren ausschließlich die beiden Uwes, Uwe Mundlos und Uwe Tönhardt, als Täter. Die Zeugen, das nur als Vorrede quasi ist, wenn wir das ganz sicher differenziert vertiefen. Die Zeugen in Heilbronn, das sind ja relativ viele, die blutverschmierte Männer gesehen haben, die aufgrund der Phantombilder mit Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos überhaupt nichts gemein haben. Sein unglaubwürdig, es war und ist Stand der Bundesanwaltschaft, hat denn der Ausschuss in Stuttgart, und ich ertappe mich dabei, dass es fast eine rhetorische Frage ist, hat denn der Ausschuss in Stuttgart da neue Erkenntnisse generiert? Also die Frage kann man eigentlich auch relativ knackig beantworten. Der Untersuchungsausschuss hat relativ wenig neue Erkenntnisse dazu generieren können und schließt sich eigentlich in Gänze der Version der Generalbundesanwaltschaft und der Anklageschrift vom OEG München an. Das heißt, die Version, der sich jetzt auch der Untersuchungsausschuss letztlich angeschlossen hat, ist tatsächlich die, dass Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt eben mit dem Wohnmobil nach Heilbronn gefahren sind, um dort willkürlich als Objekt, als Repräsentanten des Staates 2 Polizisten anzugreifen und diese 2 Polizisten seien dann eben zufällig Michael Kiesewetter und ihr Kollege gewesen. Das ist die Version, der sich jetzt auch der Untersuchungsausschuss angeschlossen hat, nach relativ wenigen Sitzungstagen, muss man dazu auch sagen. Also der Untersuchungsausschuss ist da, ich will das nicht als Entschuldigung ins Spiel bringen, aber muss man schon auch sagen, ist da mächtig in zeitliche Bredouille auch gekommen, weil sie zum einen die Ermittlungsakten überhaupt nicht rechtzeitig vorliegen hatten und zum anderen einfach schon die Zeit so vorangeschritten gewesen ist, dass eine ernsthafte Aufarbeitung des Komplexes Heilbronn und Michael Kiesewetter überhaupt nicht mehr möglich gewesen ist. Und dass ich jetzt damit sagen wollte, dass das Engagement des Untersuchungsausschusses in diese Richtung besonders hoch gewesen wäre oder besonders groß gewesen wäre. Aber tatsächlich ist es so, wir haben jetzt die Situation, dass sich der Ausschuss diese Version anschließt und auch die mehr oder weniger sich nur auf diese Indizienkette bezieht, die eben sehr bekannt ist. Also es gibt dieses Wohnmobil, was um 14.37 Uhr in Oberstenfeld gesehen wurde. Es gibt die Tatwaffen, die gefunden wurden. Es gibt die Dienstwaffen eben von Michael Kiesewetter und ihren Kollegen. Es gibt die berühmte Jogginghose, die in Zwickau im NSU-Unterschlupf gefunden wurde mit diesen Blutspritzern von Michael Kiesewetter.
Dazu gab es dann interessante Diskussionen, ob das jetzt sekundäre Blutspritzer sind oder Blutspritzer, die direkt durch den Schuss, durch den Einschuss entstanden sind. Aber im Endeffekt haben sich da keine neuen Erkenntnisse ergeben. Es gibt natürlich das Bekennervideo. Wir haben vorhin ja auch kurz eine Sequenz oder ein Bild daraus gesehen, in dem Bezug genommen wird auf die Tat in Heilbronn. Es gibt verschiedene Indizien, aber es gibt, das muss man natürlich auch sagen, das hält der Ausschuss auch im Bericht ehrlich fest, es gibt keinerlei Beweis dafür. Es ist eine reine Aneinanderreihung von Indizien. Es gibt zum Beispiel keine DNA oder so, die in Heilbronn gefunden würde von Mundlos oder Böhnhardt. Es gab für mich ganz eine Situation, die mich regelrecht fassungslos machte. Sie haben es bestimmt gelesen, der Ausschuss ging dann auch mal auf Reisen. Sie gingen, der Ausschussmitglieder, nach Heilbronn und ließen sich vom zweiten Sokolchef Mögelin dann den Tatort sehen. Danach sagte sowohl Herr Prüfung von der CDU als allen voran Herr Sagelari von der SPD, wenn er schon früher da gewesen wäre und das gesehen hätte, dann hätte er uns Sachverständigenzeugen am Anfang, auch Binninger und Co., ganz anders gefragt. Sprich, damit sei ja eigentlich klar, dass diese Zeugen, immerhin honorige Bürger wie Sie und ich, die immerhin die Courage hatten, obwohl der Fall alles andere, was nicht geklärt war, zu den Behörden zu gehen, zu sagen, ich habe unverschämte Männer gesehen, die hat dann Sagelario auch, wie die Bundesanwaltschaft, die Unglaubwürdigkeit entlassen. Ich frage mich, wie kann ein Abgeordneter der Luftlinie, korrigiere mich, 40, 50 Kilometer Maximum von Heilbronn residiert, wie kann der offensichtlich bis dahin noch gar nicht in Heilbronn gewesen sein? Ist das eher Polemik, was ich jetzt formuliert habe? Oder muss man wirklich ernsthaft fragen, wie ernst nimmt es dieser Ausschuss oder nahm es dieser Ausschuss, wenn ich dann erfahre, wo es eine Enquete-Kommission gab, vorher schon, dass einer der Wortführer und einer der Vertreter des Innenministeriums, zumindest politisch, parteipolitisch, eine solche Aussage trifft. Ja, also ich muss dazu auch sagen, ich war genau an diesem Tag auch anwesend, als diese berühmte Begehung des Tatorts in Heilbronn stattgefunden hat und hatte genau den gleichen Eindruck, dass es darum geht, dort wirklich durch eine mediale Inszenierung auch und durch eine gemeinsame Tat einfach des Ausschusses sich unliebsamer Widersprüche zu entledigen, indem man einfach diesen großen Komplex dieser blutverschmierten Männer, auf die sich ja das LKA auch in den Ermittlungen sehr lang bezogen hat, und das sind ja wirklich auch glaubwürdige Aussagen, die sich gegenseitig ergänzt haben, die einfach in einem Tag und in einer großen Tat sich dessen zu entledigen. Also den Eindruck hatte ich auf jeden Fall auch in der anschließenden Sitzung dann im Heilbronner Rathaus, die ja auch sehr bekannt geworden ist. Und tatsächlich ist es ja so, dass ich auch in einem anderen Bereich, um jetzt mal einfach fortzuschreiten, so in dem Bereich dieser Phantombilder, der Ausschuss sich auch sehr deutlich festgelegt hat und da sich ähnlich auf die Einschätzung von Christoph Meyer-Manowas, das ist der erste Staatsanwalt aus Heilbronn, bezogen hat und die also auch unterstützt. Es gab ja nicht nur die Aussagen von diesen blutverschmierten Männern, sondern es wurden ja auch 14 Phantombilder erstellt, von denen auch das LKA 3 letztlich veröffentlichen wollte. Und dagegen stellte sich damals der Staatsanwalt, der hat das auch im Untersuchungsausschuss nochmal in sehr weitreichenden Ausführungen dargelegt, warum er das gemacht hat. Er hat auch die berühmte Formulierung gewählt, dass er sich weiterhin dazu beglückwünsche, wenn ich mich richtig erinnere. Und der Untersuchungsausschuss schließt sich also auch letztlich dieser Einschätzung komplett an, dass es also auch richtig gewesen ist, die Phantombilder nicht zu veröffentlichen. Darunter übrigens auch ein Phantombild, was der angeschossene Polizist Martin A. ja gemeinsam mit einem sehr erfahrenen Phantombildersteller erstellt hat. In diesem Kontext die Frage, der damalige Dienstherr von Meyer-Manowas hieß Ulrich Gröll, damals Landesjustizminister. Kann es sein, ist das entsprechend so, wie man sich Ausschussstrukturen vorstellt, dass der ehemalige Dienstherr eines Staatsanwaltes, der in der Tat in seinem ersten Auftritt durchaus für kritische Resonanz gesorgt hat, dass der dann nicht Zeuge ist, sondern dass der Mitglied des Ausschusses ist? Passt das zusammen? Auch da würde ich sagen, es ist fast schon eine rhetorische Frage, die natürlich an mich richtet, aber es ist in der Tat so, dass Ulrich Gröll natürlich als Obmann der FDP-DVP-Fraktion in den Augen vieler mit Sicherheit fehl am Platz gewesen ist und auch besser als Zeuge dort aufgehoben gewesen wäre, sicherlich. Ja. Nun muss man aber das immer ernst nehmen, weil das sind ja tatsächlich nach mehreren Befragungen und Ergebnissen, die jetzt im Abschlussbericht stehen, es ist ungewöhnlich, bei sonstigen Kapitalverbrechen werden Phantombilder
publiziert, vor allem wenn man überhaupt nichts mehr in der Hand hat, nachdem die Phantomspur sich als faktisch verunreinigt die Wattestäbchen erwiesen hat, hatte man dann gar nichts mehr in der Hand. Aber dennoch muss man ja nicht rhetorisch gefragt. Die Phantombilder zeigen Menschen, die man bisher, manche Kollegen wie Thomas Moser wird das jetzt anders sehen, aber die meisten noch nicht identifizieren konnte. Müssen wir Journalisten auch mal so denken, dass wir sagen, okay, es gibt keinen Bezug, muss man doch mal drüber nachdenken, ob diese Phantombilder tatsächlich Leute zeigen, die nichts mit dem zu tun haben. Man muss bei einigen Phantombildern sicherlich auch darüber nachdenken, man sieht ja hier auch die berühmte Person, die Putin sehr, sehr ähnlich sieht. Zu der Sache mit dem Phantombild von Martin A., da sollte man meiner Meinung nach noch mal ein bisschen differenzierter einfach herangehen, weil Martin A. ja in verschiedenen Vernehmungen durch die Polizei, nicht nur die Hypnose-Vernehmung, die immer wieder ins Spiel gebracht wird, sondern in verschiedenen Vernehmungen, nachdem er sich erholt hatte, wiederholt Erinnerungen hat wach werden lassen und eben auch eine Person beschrieben hat. Von daher sollte man das vielleicht noch ein bisschen losgelöst betrachten von den anderen Phantombildern, die erstellt wurden, wobei sich da mir ehrlich gesagt auch nicht erschließt, wo da eine Unglaubwürdigkeit zustande gebracht werden sollte. Und das war ja auch, es ist ja auch jetzt erst der Fall, nachdem nach November 2011 man sich eben festgelegt hat auf die Version der Bundesanwaltschaft. Ein Komplex im Komplex war immer die Frage, die Provenienz von Michael Kiesel oder den Thüringen. Ist es Zufall, dass sie aus dem gleichen Bundesland kommt, in dem sich der NSU über den Heimatschutz generiert hat? Kam da der Ausschuss weiter? Auch mal selbstkritisch gefragt, konnten die Anhaltspunkte, Indizien, Spuren, die wir Journalisten wieder thematisiert haben, überhaupt erhärtet werden? Na, der Ausschuss hat sich auch an diesem Punkt relativ festgelegt und hat sich meiner Meinung nach vielleicht auch aus so einem moralischen Impetus sehr weit aufs Eis gewagt, meiner Meinung nach, indem er eben gesagt hat, es gab keinerlei Bezüge gegeben zwischen Michael Kiesewetter und der rechtsextremen Szene. Also das ist ja eine Sache, die der Ausschuss immer wieder formuliert, eben auch um die Person Michael Kiesewetter in Schutz zu nehmen. Wie gesagt, ich kann das aus so einem moralischen Impetus schon verstehen, weil sie sich eben auch nicht mehr wehren kann gegen solche Vorwürfe. Tatsächlich ist es aber so, dass ich den Eindruck habe, dass dieser ganze Komplex, dass diese Aspekte nicht wirklich ermittelt werden konnten. Und wir haben ja auch verschiedentlich zum Beispiel in Stuttgarter Nachrichten berichtet über diese eine Band, die es gegeben hat in Thüringen, I Don't Like You heißt die, wo es natürlich ein persönliches Kennverhältnis gegeben hat, zumindest zum Michael Kiesewetter. Und es gab auch Personen, die im Ausschuss vorgeladen wurden, zum Beispiel der Betreiber von diesem bekannten Gasthof in der Nähe von Oberweilsbach zur Bergbahn, der also im Ausschuss sehr locker und flockig berichten konnte, ohne groß in die Mangel genommen zu werden von irgendwelchen Abgeordneten. Und auch ein Zeuge, der zum Beispiel gesagt hat, er hätte überhaupt keine Bezüge zur rechtsextremen Szene. Dabei hat eine Kollegin von Michael Kiesewetter in der Sitzung vorher behauptet, dass gerade diese Person sich vorgestellt hatte bei ihr und auch gesagt hatte, dass sie eben Bezüge zur rechten Szene gehabt habe. Also insgesamt habe ich das Gefühl, das ist ein Komplex, der tatsächlich nicht wirklich recherchiert wurde vom Ausschuss und wo ich nicht verstehen kann, dass sich die Abgeordneten in ihrem Abschlussbericht auch da so festgelegt haben. Gibt es weitere Punkte im Kontext des rein spezifischen Polizistenmordes, wo du ja schon nicht sagen würdest, das müsste der zweite Ausschuss auf jeden Fall nochmal hinschauen? Neue Zeugen befragen? Na, es gibt also zu dem ganzen Komplex Verbindungen zwischen dem NSU Baden-Württemberg, zwischen dem NSU-Umfeld Baden-Württemberg und Ostdeutschland, Thüringen und Sachsen gibt es ja mannigfaltige Verbindungen, die noch überhaupt nicht angesprochen wurden im Ausschuss. Das hat ja der Ausschuss auch selber festgehalten. Ich glaube, in der Empfehlung an den nächsten Landtag ist ja die Rede von über 100 Personen, mehr als 25 Bands und verschiedenen Treffpunkten und Organisationen. Also das ist eigentlich eine Binsenweisheit, dass es da mannigfaltige Verbindungen gibt zwischen Baden-Württemberg und dem Umfeld des NSU, die noch gar nicht ergründet sind. Als Schlagworte würde ich nur einmal diese berühmte Chemnitz-Ludwigsburg-Achse ins Spiel führen von verschiedenen Plattenanna-Personen, die zum Teil auch jetzt in Baden-Württemberg leben. Eine wurde ja auch vorhin schon kurz angerissen. Genauso gibt es aber auch sehr enge Bande zwischen den rechten Strukturen in Heilbronn und in Jena. Also da gibt es noch einiges zu ergründen für den nächsten Untersuchungsausschuss. Dann hat ja Beate Schäpe schriftlich zumindest über ihren
dem Anwalt Äußerungen getätigt, dass er da Fragen schriftlich beantwortet. Da gab es einen Widerspruch im Fall zu dem, was die beiden Uwes nach ihrer Darstellung hier gesagt haben, was Heilbronn gibt. Sie hätten sich so geäußert, wir brauchten neue Waffen, weil die alten Waffen Ladehemmung gehabt hätten. Sie hat dann, was außer von bei euch in der Heilbronner Stimme ganz wenig berichtet wurde, sie hat dann tatsächlich auf Fragen des Gerichtes gesagt, das nehme ich sie den beiden Uwes nicht ab, sondern da muss ich was dahinter stecken. Wie muss man diese Aussage von Beate Zschäpe deiner Ansicht nach werten? Grundsätzlich würde ich sagen, muss man natürlich sehr kritisch gegenüber dem sein, was Beate Zschäpe vor dem OLG in München sagt und da natürlich immer auch in Betracht ziehen, dass da prozessstrategische Erwägungen natürlich eine sehr, sehr große Rolle spielen. Sie wird ja mittlerweile auch beraten von erfahrenen Anwälten. Und da denke ich, muss man schon auch immer kritisch hingucken, aber auffällig ist natürlich schon, dass sie im Dezember 2015 noch was anderes sagt zum Motiv der Tat in Heilbronn, als sie es im Januar 2016 tut. Zumindest hat sie es relativiert, könnte man sagen, im Januar 2016. Ich habe das auch nochmal rausgesucht, weil sie, wie gesagt, im Dezember 2015 eben gesagt hat, die Uwes hätten ihr gesagt, sie hätten eine funktionierende Waffe gebraucht. Sie hat dann im Januar 2016, ist sie da zurückgerudert. Ich zitiere mal aus der Einlassung von Beate Zschäpe. Sie behaupteten allen Ernstes, dass es einfacher sei, einen nichtsahnenden Polizisten zu überfallen, als einen Waffenhändler. Für mich war das eine unglaubliche Ausrede. Ich glaube, dass die beiden mich angelogen haben, was ihre wahren Motive gewesen sind und tatsächlich etwas anderes dahinter steckte. Für mich war die Tat unfassbar und das Thema wurde bis zu ihrem Tod nicht mehr angesprochen. Ich denke, das kann man für sich stehen lassen. Natürlich muss man das auch wieder kritisch würdigen. Auffällig finde ich allerdings, dass der Ausschuss das darauf überhaupt nicht mehr Bezug genommen hat, sondern es eben mit der Aussage aus dem Dezember 2015 stehen ließ. Unterbrechen wir hier für eine Fragerunde und ich begrüße mich wieder. Für diesen ersten Teil des Falls Angewetter, es wird noch einen zweiten Teil geben mit weiteren Aspekten. Also jetzt Beiträge zu dem Thema Zeugen, Phantombilder, Rolle der Staatsanwaltschaft, Zusammenhang Thüringen und zu den Letztgesagten, Waffenbeschaffung und dann geht es nachher zu den anderen Themen. Jetzt zu diesem Komplex Fragen, Beiträge, bitte. Ich wollte zwei Anmerkungen machen. Das eine ist zu den Phantombildern und zwar zu dem von Martin Arnold angefertigt. Da wurde ja auch der Polizeizeichner, der das angefertigt hat, du hast gesagt, ein sehr erfahrener Mann und so weiter, der auch sehr einen kompetenten Eindruck gemacht hat, im Ausschuss vernommen. Und da ist mir jetzt im Nachhinein, und zwar erst über die veröffentlichten Protokolle aus einer Sitzung, an der ich nicht da war, aufgefallen, dass dort allerdings eine bisschen eine schiefe Darstellung gegriffen hat. Der hat den Fall verglichen mit einem von ihm selbst bearbeiteten, wo der Zeuge, den er vernommen hat, auch durch den Kopfschuss außer Gefecht gesetzt worden ist und den überlebt hat. Das war insofern nicht vergleichbar und das möchte ich hier auch mal anmerken, wenn da, bevor Legenden gebildet werden. Im Ausschussbericht, im Protokoll sind inzwischen die Gerichtsprotokolle zu diesem Fall veröffentlicht und der Mann, der dort den Kopfschuss erhalten hat, hat, bevor er den erhalten hat, mehrere Minuten lang Gelegenheit gehabt, den Täter unmaskiert frontal aus anderthalb Meter Entfernung zu sehen. Das ist eine andere Situation als die beim Arnold und ich würde darauf gar nicht rumreiten, wenn nicht der Polizeizeichner bei der Darstellung seiner Kompetenz die Fälle sozusagen vergleichbar gemacht hat. Für Sekundenbruchteile gesehen hat er über den Vergleichsfall gemacht. Das ist so eine Sache, das muss man aber auch sehen, da muss auch ein Ausschuss mit umgehen, da müssen wir aber auch mit umgehen. Und die andere Sache, das wollte ich nur anmerken, der Ausschuss konnte überhaupt nicht mehr eingehen auf die Januar-Aussage von Beate Zschäpe, weil am 8. Januar hat er sich um Akten einzuführen, ich weiß nicht, ob die verlesen wurden oder ob das im Selbstleseverfahren gelesen wurde, nochmal getroffen und dann war Abschlussbericht. Also der Abschlussbericht datiert eigentlich vom gleichen Zeitpunkt wie die Aussage von Beate Zschäpe. Ja, das ist korrekt, da kann ich mich nur dahingehend berichtigen, darauf konnte der Ausschuss tatsächlich keinen Bezug nehmen. Auch den anderen Einwand fand ich sehr berechtigt mit dieser Tat von, ich glaube 1994 war das eine Tat in Heilbronn, auf die sich der Zeichner damals des Phantombildes bezogen hat, die ist tatsächlich auch nach meinen Recherchen nicht vergleichbar mit der Tat in Heilbronn. Ja. Gut, dann
kann ich nur bestätigen. Was man aber zu dem Phantombild vielleicht von Martin Arnold schon auch noch sagen müsste, ist, dass sich der Untersuchungsausschuss da schon auch ein bisschen die Aussagen von verschiedenen Sachverständigen zurechtgebogen hat, die im Ausschuss aufgetreten sind, was das Erinnerungsvermögen des Polizisten angeht. Also da wurde einiges so dargestellt im Abschlussbericht, wie es tatsächlich nicht gesagt wurde von den medizinischen Gutachtern und Psychologen. Die haben also sich nicht eindeutig darauf festgelegt, dass sich Martin A. nicht erinnern hätte können. Nochmal, von vorhin nochmal aufgegriffen, wenn ich einen Polizistenmord habe, den ich unbedingt aufklären möchte und auch muss, und ich habe überhaupt nichts mehr in der Hand, dann wäre es zwangsläufig so, dass man Phantombilder veröffentlicht. Die Argumentation von dem berühmt gewordenen Staatsanwalt Mayra Novas, dass man damit unter Umständen Martin A. hätte gefährden können, hätte man problemlos so umgehen können, dass man überhaupt nicht die Provenienz des Phantombildes öffentlich machen hätte müssen. Das heißt, niemand von uns weiß, wenn morgen wieder irgendwo in der Königstraße jemand überfallen wird und es wird ein Phantombild erstellt, weiß niemand, woher das Phantombild stammt. Das wäre problemlos gewesen. Mich würde bis heute interessieren, und auch darin sehe ich ein eklatantes Defizit in der Arbeit des Ausschusses, was wurde denn da auf der höheren Ebene gesprochen? Man weiß, dass führende Ermittler von Heilbronn regelmäßig jede Woche in Stuttgart waren. Man weiß auch, dass es veritablen Streit zwischen Amaya Vanovas als Staatsanwalt und dem LKA gab. Und man weiß aus dem sehr konturierten Auftritt des ehemaligen LKA-Beamten, dessen Namen jetzt gerade nicht falsch, ich meine, in München, der auch in Stuttgart auftrat, der ganz klar sagte, wir hatten nichts anderes in der Hand als dieses, aber wir hatten diese fundierten Aussagen von Zeugen und wir haben die Phantombilder. Und verdammt nochmal, als Ermittler musste ich doch schauen, dass ich vorankomme in diesem Fall, der überhaupt nicht gelöst worden war. Und diesen Gap, diese Lücke, die hat nach meiner Wahrnehmung der Ausschuss überhaupt nicht mehr interessiert. Das heißt, man hat auch nicht mal führende Polizeifunktionäre gefragt. Also ich hätte mal gern einen Herr Hittger als ehemaligen Landespolizeipräsidenten zu Fragen des Ausschusses, nicht nur zur Frage KKK und Disziplinarverfahren, sondern was war eigentlich Gegenstand der Gespräche auf hoher polizeipolitischer Ebene. Bis hin, es gab auch einen Innenminister namens Rech, der sich immerhin aktiv in die Wattestäbchen-Affäre einmischte. Man war weit entfernt, den Mann irgendwo zu quälen und nach Stuttgart in den Ausschuss zu beordern. Ausschussvertreter anderer Ausschüsse in Deutschland sagen, das ist ein Unding, dass kein Politiker, ohne dass man dann parteipolitisch daraus irgendeinen Scharmützel macht, aber dass man eben ein Innenminister und eines Polizeipräsidenten fragt, ist da eigentlich Stand da? Danke. Ich möchte ganz kurz noch sagen, das ist mir gerufen, ich schätze das Expertenwissen hier im Auditorium, aber ich möchte auch alle, die sogenannte einfache Fragen im Kopf und auf der Zunge haben, ermutigen, sich auch zu melden. Bitte schön. Jetzt ist hier das noch eins Peter dran, und dann der Chef. Also, weil ich bin kein Experte. Auch wenn man sich natürlich damit beschäftigt die ganze Zeit. Und Sie sind jetzt auf die Motivlage. Mich irritiert das tiefgehend. Darum, also das ist doch einer dieser zentralen Punkte, wenn ich einen Mord habe, versuche ich alles zu eruieren, wo eine Motivlage abgebildet ist. Ob das jetzt das Phantombild ist oder dieses technische Detail oder sonst was, müsste doch die kompletten, da wird dann gesagt, wir haben ein moralisches Argument, dass wir das Opfer schützen müssen. Ist das alles, was dazu zu sagen ist? Oder kommt das noch im zweiten Teil? Also ich kann mir das nach 2007 eigentlich nicht vorstellen, dass da nicht, das kann ja nicht so ein dickes Brett sein, eine Vita zu durchleuchten, nach möglichen Verbindungen zwischen dem, dass irgendwo in Heilbronn zwei Leute, die angeblich eine Waffe brauchen oder sich neu bewaffnen wollen, auf zwei Polizisten zugehen, die umknallen, und dann sind die Opfer tatsächlich in keinerlei Verbindung mit dieser Tat zu betrachten. Das halte ich für, also aus der Distanz hört sich das wahnsinnig konstruiert an. Ich will jetzt nicht in konspirative Theorien oder Spekulationen absinken, aber es ist eine wahnsinnige Konstruktion erstmal. Und ich würde gerne wissen, ob es da
nicht etwas gibt, wo noch weiter nachgedacht wird. Sie sprechen auf jeden Fall Defizite an, die, die auch evident geworden sind. Zum einen wurde der private Mailverkehr von Michael Kieseweiler nie ausgeleuchtet, Stichwort Motiv, in irgendwelcher Weise hier Vorkenntnisse, Vorbeziehungen oder sonst was gegeben hat. Genauso hat man, was ich für enorm ungewöhnlich halte, man hat, man, so nachher mal kurz ein Thema sein, man registriert natürlich die Telefonverbindung, die man hatte. Es kann ja sein, dass Michael Kieseweiler oder Martin H. bedroht worden sein könnten, zwei Wochen vorher. Wenn Sie sich die Akten anschauen und schauen, welchen Zeitraum man da genommen hat, verblüfft die Enge des Zeitfensters. Das sind keine zwei Wochen, sondern bei meiner Erinnerung, korrigiere mich, maximal eine Woche. Also eine Woche vor der Tat, also wenn man dann 10 Tage vor der Tat hätte es einen Anruf gegeben, der hell gewesen wäre, oder eine Nummer, die man durch diese Registrierung hätte erregieren können, das wäre raus mit der Gefahr. Das heißt, Sie sprechen ein ganz zentrales Moment an, das mir, ganz ehrlich gesagt, menschlich am nächsten geht. Ich kann es, ich sage es auch jetzt schon, ich kann es nicht mehr ab, wenn ein Ausschuss permanent wie eine Monstranz vor sich herhält, man tue das Ganze in der Verantwortung der Opfern gegenüber. Ich weiß vom Anwalt von Martin A., der das auch im Prozess in München mehrfach gesagt hat und auch in Interviews, ob die Frau Schäfe verurteilt wurde oder nicht oder wie sie verurteilt wurde, das interessiert Martin A. weniger als die Frage, warum er an diesem Tag hätte getötet werden sollen und warum Michael Kieseweiler, seine Kollegin, getötet wurde. Diese Frage ist nicht ein Müh von diesem Ausschuss beantwortet worden. Und deshalb würde ich plädieren, das wäre eine Alternative zu dem, was Thomas Mosen sagt, ist, bitte hören Sie auf, immer wieder die Verantwortung gegenüber dem Opfer auszudrücken. Dem wurde dieser Ausschuss in keinster Weise gerecht. Das heißt, die Motivfrage ist die entscheidende, ohne die, wenn die nicht gelöst wird, kann ein Opfer mit diesem martialischen Hintergrund auch nicht ein normales Leben führen. Die zwei letzten Fragen in dieser Zwischenrunde bitte. Hans Meder und dann David. Also zum Tatort Heilbronn. Ich würde mir mich sofort erinnern an diesen Staatsschutzpolizisten aus Heilbronn, der so gar nichts wissen wollte über die rechte Szene dort. Und jetzt dieses Nicht-Wissen, das kam mir etwas spanisch oder seltsam vor und fast wie vorgespielt. Es hat ja in Heilbronn eine sehr intensive rechte Szene gegeben. Also wenn man nur denkt an diese Gruppe und Zeitschrift Volk in Bewegung, die ihre Zentrale in Heilbronn hatte, bevor sie dann da weggegangen ist. Oder, ja gut, das ist zum Tatort. Also die Frage wäre, ob der Tatort eher eine politische Symbolik hat. Und ob es da irgendetwas gibt, was auf Heilbronn verweist. Und beispielsweise hatte ja auch der Mundlos einen Freund in Heilbronn, einen langjährigen Freund, der in den frühen 90er Jahren dort wohnte. Und möglicherweise hat er auch eigene Ortskenntnisse dort. Aber noch ein anderer Punkt zum Motiv. Weil wir haben ja auch den Onkel von Michael Kieseweiler, den Mike N., erlebt im Untersuchungsausschuss, dessen Aussagen mir merkwürdig depressiv, also langsam, hat lange nachgedacht, bevor er überhaupt etwas ganz Kurzsichtiges sagte, erschien mir fast wie depressiv, diese Aussagen. Und, aber Tatsache ist auch, dass er ja auch in seiner Heimatgegend bei der politischen Polizei war, beim Staatsschutz und involviert war in die Ermittlungen gegen den Thüringer Heimatschutz. Beispielsweise war er offensichtlich beteiligt bei einer Hausdurchsuchung im engsten Kreis und dass es eben Michael Kieseweiler gab, die in den Westen ging, die wurde offensichtlich ja wiederum bei vielen sogenannten polizeilichen Großlagen eingesetzt, wo sie als zivile Ermittlerin bei den Antifaschisten mitlief, um gegenüber den Antifaschisten zu ermitteln. Wäre es nicht denkbar, dass bei der hochmobilen extrem rechten Szene, welche aus ihrer Heimatgegend sich an der Nichte von ihres Onkels also sozusagen brechen wollten, weil vielleicht vermutet wurde, dass sie eine Rüste aus der Thüringer Gegend. Das ist so eine vielleicht etwas spekulative Frage, aber da müsste man doch eigentlich auch nachdenken.
Hier kann man vielleicht gegenüberhalten, dass sich der Ausschuss tatsächlich auch mit diesen Aspekten auseinandergesetzt hat. Das muss man dem einfach als Gegenthese einfach mal entgegenstellen und sagen, dass der Ausschuss zu dem Ergebnis kommt, dass, du hast jetzt ja verschiedene Aspekte angesprochen, einmal die Aussage vom Patenonkel, dann rechte Strukturen in Heilbronn. Also der Ausschuss ist zu der Erkenntnis gekommen, dass sich daraus keine Motivlage entwickeln lässt. Das muss man einfach der Vollständigkeit halber so sagen. Also er war ja auch vorgeladen, der Maik W., und daraus konnte eben der Ausschuss keine Erkenntnisse ziehen. In der Tat waren aber auch die Darlegung etwas verwirrend, die er in dem Ausschuss dargelegt hat. Ansonsten den glorreichen Auftritt der Staatsschützer aus Heilbronn kann ich nur, darauf kann ich auch nochmal hinweisen, dass sind die berühmt-berüchtigten rechtspopulistischen Einzelpersonen, die es angeblich in Heilbronn gibt, und jenseits dessen soll es keine organisierten rechten Strukturen geben. Darüber kann man ja denken und sagen, was man möchte. Ich habe zwei Fragen. Zum einen ist die Heilbronner Polizei um genau diese Phantombilder auf Arthur Christ gekommen. Und Sven, du hast es vorhin gesagt, Arthur Christ, ebenfalls ein junger Mann aus dem Umfeld der Heilbronner Naziszene, der sich angeblich auch selbst umgebracht hat. Weiß man mehr, wie Arthur Christ in der Heilbronner Naziszene eingewickelt und verstrickt war? Das war eine Frage. Die andere, ein Kollege von Michel Kiesewetter hat ausgesagt, sie war am Abend vor dem Mord mit Michel Kiesewetter in Böblingen in der Pizzeria und sie hätte Angst gehabt. Und er hat dann außerdem noch ausgesagt, er hat eine Person gesehen, die ebenfalls auf einem dieser Phantombilder zu sehen sei. Also meines Erachtens, soweit ich es verfolgt habe, ist der Ausschuss auf die Fragen auch nicht weiter eingegangen. Also zur ersten Frage kann ich definitiv was antworten, bei der zweiten bin ich mir jetzt auch gerade etwas unsicher, inwieweit das ergründet wurde mit dem Marcel Dupé. Aber zur Frage von Arthur Christ gibt es meiner Meinung nach, ich habe mir das extra auch nochmal durchgelesen, keinerlei Bezüge zur rechtsextremen Szene, sondern ganz andere Hintergründe. Und meines Wissens nach wurde das Todesermittlungsverfahren damals auch sehr ausführlich geführt im Fall Arthur Christ. Also ich denke, dass der Fall schon ein bisschen anders gelagert ist. Zum anderen, weiß ich nicht, fällt dir da gerade spontan was ein, ob dieser Spur nachgegangen wurde. Ich weiß auf jeden Fall, dass der Marcel OP, also um den es hier geht, der Beamte, der mit ihr am Abend vor ihrem Tod unterwegs gewesen ist, der ausgesagt hat im Untersuchungsausschuss, daran kann ich mich auch erinnern. Also wenn ich mich richtig erinnere, wurde Sabine Rieger, die ja mehrfach als Gabe und mehrfach als Zeuge genommen wurde, darauf nochmal angesprochen. Aber es gab in meiner Erinnerung nichts, was das erhellt hätte. Offen blieb nach meiner Wahrnehmung auch, welches Phantombild eigentlich diesem Mann geglichen hat, der eben am Vortag in Böbeln gesehen worden sein soll. Auch diesen, zumindest wurde jetzt nicht akribisch nachgegangen, aber dazu blieb natürlich auch insgesamt die Zeit, die Intensität, mit denen Zeugen genommen wurden, nahm von Woche zu Woche sichtbar. Also die Intensität, mit der noch im Falle von Florian Heilig gefragt wurde, war am Ende einfach nicht mehr da. Ja, vielen Dank. Gehen wir in den zweiten Block über. Eine ganz spannende Frage. Es gibt ganz unterschiedliche Darstellungen. Die Frage war, ob der Ort, nämlich die Theresienwiese, dieser große Parkplatz, ob bekannt war, dass da Polizisten Pause machen. Es gibt sehr viele Polizisten, auch von der Einheit von Michel Kiesewetter, die sagen, wir waren da nie, wir kennen auch die Theresienwiese nicht. Andere sagen, ja, wir waren da zum Pause machen. Es gibt Leute, die sagen, also Polizisten, die sagen, wir gehen da bewusst nie hin, weil wir da nie eine Ruhe haben, wir gehen in Weinberge, also bewusst nicht auf die Theresienwiese. Lässt sich nicht klären. Also es ist nicht so, dass es am Anfang hieß, war ganz klar, so hieß nach meiner Erinnerung auch, schon wenige Tage nach dem Polizistenmord, das war ein Ort des Rückzugs für Polizisten, die Pause machten. Da hat auch Binninger das sehr, sehr überzeugend dargestellt, dass dem nicht so ist, aus den Zeugenvernehmungen, aus den Akten, geht es ein sehr heterogenes Bild hervor. Vielen Dank. Wir gehen jetzt zum zweiten Block über. Bitte schön. Ja, Rainer, der Komplex NSU, den wir jetzt auch schon angerissen haben, in verschiedenen Aspekten, liest sich ja bisweilen wie ein Krimi. Mittlerweile gibt es ja tatsächlich auch Krimis zu dem Thema.
Zum Fall Michael Kiesewetter tauchen ja immer wieder Fragen auf, inwieweit Geheimdienste an diesem Tag in Heilbronn eine Rolle gespielt haben. Mittlerweile musste ja das Landesamt für Verfassungsschutz vor dem Untersuchungsausschuss auch zugestehen, dass zumindest ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes am 25. April 2007 in Heilbronn gewesen ist. Dann gibt es viele offene Fragen, warum zum Beispiel das MEK so schnell in Heilbronn gewesen ist. Was kannst du zu diesem Komplex Geheimdienste in Heilbronn am Tattag und eventuell auch Verbindungen zur organisierten Kriminalität oder Ansätzen für Ermittlungen im islamistischen Bereich uns berichten? Also im ersten Komplex war in der mobiles Einsatzkommando. Zum Komplex Geheimdienste. In der Tat, das war jedes in meiner alten technischen Nachrichten, für die ich Svenja arbeite. Das ist das, was Herr Gall noch negiert hat, als der Stern eben Ende 2011 mit der Frage konfrontierte, ob ein Verfassungsschutz in Heilbronn war, hat er kategorisch Nein gesagt. Das haben die Stuttgarter Nachrichten dann herausgebracht, dass die nicht so war. Und es war ein Verfassungsschützer da. Zunächst hieß es, er sei um 15 Uhr erst losgefahren und sei eben nicht in die Stadt gekommen. So hat es auch, glaube ich, der Lebensmittelnehmer verstanden, weil eben alles schon voll war, alles so ringfallen und schon überfüllt war. Jetzt haben wir gelernt, durch den Auftritt des Verfassungsschützers vor dem Ausschuss, er war da, er pflegt, das war für mich auch neu, dass Verfassungsschützer CDs hören, kein Radio, wenn sie unterwegs sind. Die Tatsache, dass er offensichtlich nicht realisiert hat, dass eine Polizistin in Heilbronn getötet worden ist, in der Stadt, in der er gerade auf dem Weg war, um einen Islamisten zu treffen, um den anzuwerben, hat er damit begründet, dass er permanent nur CDs gehört habe. Und er hat dann mal zum ersten Mal gesagt, ja, er war in Heilbronn. Dann wurde er gefragt, ja, wo waren Sie denn in Heilbronn? Er sagte, das wusste er nicht. Aber er hat gesagt, aber auf jeden Fall nicht auf der Theresienwiese. Das hat fast schon was Real-Satirisches an sich. Aber dass da ein Ausschuss nicht nachfragt, hören Sie mal, wenn Sie nicht wissen, wo Sie waren, aber Sie wissen, dass Sie da nicht waren, könnte zumindest, wenn es wirklich ein Gerichtsprozess wäre und ein Ausschuss hat die Strukturen eines Gerichtsprozesses. Ich glaube, jeder normale Staatsanwalt und alle die Obleute aller Fraktionen sind Juristen, hätten da anders nachgefragt. Aufgekommen ist die Thematik der Geheimdienste durch eine Berichterstattung des Stern, für den ich arbeite, im November 2011, bekam ein Kollege von mir ein Papier, ein mutmaßliches Observationsprotokoll des amerikanischen Militärgeheimdienstes DIA. Und aus dem geht er vor, wenn das so haben wir auch berichtet, wenn dieses authentisch ist, dann geht er vor, dass amerikanische Agenten am Tattag in Heilbronn waren, um einen Islamisten, der mehr war als ein Islamist, sondern der Mann mit Namen Lefty Carr ist mehr Vertreter der organisierten Kriminalität als dieser Islamist ist. Ist der Mann, der die Zünder beschafft hat für die Sauerländer, diese islamische Terroristengruppe, aber gleichzeitig hat er eine Bande, eine Gruppierung, eine OK-Gruppierung in Serbien. Und die Observationen, die damals stattgefunden haben, soll seitdem abgebrochen werden aufgrund der Schüsse auf die Polizeistreife. Dieses war Inhalt, der Stern hat es berichtet, es ging keine zwei Stunden, nachdem der Bericht erschienen ist, online, als dann der jetzt als Sachverständige aufgetretene Hörfunkreporter Holger Schmidt schon zwei Stunden danach das Wort Fälschung in den Äther gab. Das heißt, er berichtet, das Ganze eigentlich nur um eine Fälschung handeln, wie man nach zwei Stunden sowas feststellen kann, ist mir bis heute nicht klar. Aber man tritt ihm, glaube ich, auch nicht so nahe, wenn man sagt, dass er ziemlich nahe an Behörden wie der Bundesanwaltschaft oder dem Bundeskriminalamt steht. Und fortan hielt sich das, dass dieses Papier eine Fälschung sein muss. Es gab dann, ich nehme es mal pro forma, Ermittlungen des Bundeskriminalamts. Und da wurde dann zitiert, dass Mitglieder des amerikanischen Geheimdienstes sagen würde, es kann sich nur um eine Fälschung handeln und auch die US-Botschaft zum gleichen Ergebnis kam. Leider war damals die NSA-Affäre noch nicht präsent, sonst hätte man über die Authentizität und die Relevanz dieser Aussagen vielleicht andere Gedanken gemacht, als es damals der Fall war. Ganz wichtig ist, und das hat der Ausschuss eigentlich mit einer Ausnahme, nämlich der Ausnahme von Ritter Allerheim von der SPD, wie eine heiße Kartoffel verhandeln lassen. Es passierte nämlich nach dem Sternbericht etwas, was ich als Sachverständigenzeuge zum Besten gab, schon
Frühjahr 2015, was aber nie dann aufgegriffen wurde. Es gibt Unterlagen, auf die zum Glück Journalistenkollegen von mir gestoßen sind, deshalb habe ich sie mittlerweile auch. Was in der Vorgeht, was passiert ist, ich lese Ihnen am besten vor, dann ergibt sich auch gleich der Reflex auf die Ausschussarbeit. Unmittelbar nach der Sternberichterstattung, sprich die sogenannte Fälschung, die da veröffentlicht wurde laut Bundesanwaltschaft, hat sich ein Verbindungsmann der amerikanischen Geheimdienste in Süddeutschland an den Bundesnachrichtendienst hier in Stuttgart in der Theodor-Heuss-Kaserne gewandt und hat gesagt, wir müssen reden aufgrund der Sternberichterstattung. Dann wurde das protokolliert und in E-Mails bis hin zum damaligen BND, also Bundesnachrichtendienstpräsident Urlau, gemailt. Inhalt, der Mann habe gesagt, wir müssen darüber reden, weil nach unseren Erkenntnissen, wir haben Erkenntnisse über den Vorgang von Heilbronn. Und was das Schlagzeugdokument dieser Akten, die schon im Bundestagsuntersuchungsausschuss vorlag, aber nie eingeführt wurden, das schlagendste Lesung vor, das sind nur ein paar Sätze, also einer Vertreter des Bundesnachrichtendienstes hält fest, dass der Mr. L., der wurde dann auch vernommen im Ausschuss von der US-Verbindungsstelle Stuttgart, sprach bei einem Treffen in der MAD-Dienststelle in Stuttgart einen ihm bekannten BND-Ermittler auf die jüngsten Presseberichte des Stern an, in denen auf eine US-Observation in zeitlicher und räumlicher Nähe zur Ermordung einer Polizisten bei Heilbronn verwiesen wird. Jetzt kommt's. Der US-Mitarbeiter ließ dabei erkennen, dass eine eigene Untersuchung der Ereignisse die Beteiligung von zwei Mitarbeitern des FBI ergeben habe und regte in diesem Zusammenhang ein offizielles Gespräch zu den Hintergründen an. Sprich, der Amerikaner selber sagte, wir haben selber geprüft, die Amerikaner sind zum Ergebnis gekommen, zwei FBI-Agenten waren vor Ort. Und dann bietet er an, dass er über die Hintergründe dieser Operation dem BND Nachricht gibt und dann kommt der Bescheid des BND. Aufgrund der BND-internen Weisungslage, die grundsätzlich inhaltliche Kontakte des Verbindungswesens zu den US-Diensten unterbindet, wurde seitens des Ermittlers das Gespräch nicht fortgesetzt. Das heißt, der Bundesnachrichtendienst wollte gar nicht wissen, was da passiert ist, aber der damalige Präsident Ernst Urlau hat, das muss man zugeben, unter Sperrung der Akten bis zum Jahre 2071, so lange können wir alle nicht mehr warten, wenn ich in die Runde schaue, glaube ich, sind wenige da, die bis dahin noch hier sein werden, hat es noch nicht sparen lassen, aber er hat genau diese Ergebnisse dem damaligen Generalbundesanwalt Range am 9. Dezember 2011 nahegebracht, und Sie ihn auch vorlesen, habe es dabei, und da steht dann drin, in der Betreffzeile nicht um die Fälschung im Stern erschienen, sondern mögliche Kenntnisse des FBI, und es steht sogar drin, mögliche Involvierung des FBI. Es ist normal nach dem Legalitätsprinzip, dass man dem nachgeht. Das hat aber weder die Bundesanwaltschaft getan, noch weniger der Ausschuss. Da hat es wirklich, wenn die Seiten, die ich dann auch übergeben habe, das sage ich ganz offen, ich habe diese Geheimakten irgendwann mal während der Vernehmung dieses US-Verbindungsbeamten übergeben, als ich merkte, dass keiner der Leute, die alle Juristen sind, imstande waren, Vorhalte aus den Akten, die sie sich schon lange hätten beschaffen können, machen können, dachte ich mir, dann müssen sie sie auch im Original haben. Die haben sie jetzt und deshalb haben sie wohl auch mitentschieden, dass man erst im zweiten Untersuchungsausschuss der Frage nachgeht. Eben nur die besagte Rita Hallereit hatte den Mut, ausgerechnet bei der Vernehmung der Chefin des Landesverfassungsschutzamtes, der Frau Bube, ein Teil dieser Akten hier vorzulegen, die wurde dann relativ nervös und sagte, davon habe sie keine Kenntnis. Es wäre normal gewesen, im Sinne einer Aufklärung, weil immerhin damit potenzielle Zeugen da sein hätten können, dieses sowohl zu verifizieren als auch zu falsifizieren. Genau das Gegenteil ist passiert und ich war jetzt gespannt auf den zweiten Untersuchungsausschuss, ob ich da nochmal gehört werde. Die Darstellung, die da die Frau Bube und auch ihr veritabler Mitarbeiter getätigt hat, sag mal vorsichtig, die bedürfen, die sind sowas, sagen wir mal, kommentierwürdig. Und dieses muss man, glaube ich, auch in dem Kontext tun. Das ist das eine. Das heißt, das ist nicht der einzige Punkt. Es wurde tatsächlich eine Stunde vor dem Polizistenmord ein Amerikaner geblitzt. So sind die Deutsche, wenn sowas dann gelöst wird, dann über Ordnungswidrigkeiten, da war nach 25 Kilometer zu schnell auf der Autobahn, auf der Höhe Heilbronn unterwegs,
hat niemand interessiert, obwohl es in den Akten drin steht, wer ist das eigentlich? Und siehe da, es ist ein Mann, der in Böblingen stationiert war, in unweit von dem Stationierungsort von Michael Kiesewer, der gehörte den Special Forces an. Das ist die Gruppierung vergleichbar zu KSK, also die auch Osama Bin Laden ins Jenseits befördert haben. Und es gibt Bezüge, personelle Bezüge zwischen der BFE und ihrem Chef und dieser Spezialeinheit des US-Militärs und geführt wird diese Spezialgruppe, die im Irak war, der Mann war im Irak, war in Afghanistan, geführt werden sie genau von dem amerikanischen Militärgeheimnis, DIA, der in diesem als Fälschung titulierten Observationsprotokoll, das erstaunt veröffentlicht hat, genannt wird. Also das heißt, es gibt eigentlich ein paar Punkte, die man eruieren kann, die man aufklären kann. Liegt daran, das ist die Struktur dieses Themas. Man macht die Quota von der Exekutive, wenn man die Geheimhaltungsstufe von 2001 runter nimmt und wer, was reitet einen BND-Präsidenten im Jahr 2011? Nicht 50 Jahre, was ja schon lange ist, bei RAF sind es 30 Jahre. Etwas wie diese 60 Jahre unter Verschluss zu halten, wenn es nur um eine Fälschung geht, das würde ich glaube in meinem Leben Herrn Prüfrock und Herrn Fagelario und noch weniger Kohl irgendwie verklickern können. Die wollen unbedingt, dass es eine Fälschung ist, genauso wie die Bundesanwaltschaft. Und von dem her frage ich mich, wie Anwälte so eine Quellenarbeit leisten können. Ich halte aber für den noch relevanteren Punkt, und das war ja der zweite Teil einer Frage, Stichwort organisierte Kriminalität, ein Thema, das im Moment eine hohe Relevanz hat, Thema im NSU-Prozess in München, wo jetzt ein Vertreter dieser kriminellen Szene ausgesagt hat, der ganz klar bestätigt hat, wir haben auch Waffen an die Rechten in Ostdeutschland verkauft. Lange Rede, kurzer Sinn, es gibt, wie aus dem Ausschuss und aus den Akten klar wurde, es gibt zum Tattag mehrere sogenannte Handykreuztreffer. Das sind ausgewählte Handynummern, die man zu Europol gab und Europol gab dann wieder zurück. Wir haben in der Zeit um den Tattag herum 42 Kreuztreffer, das heißt Europol, die sich mit der Abteilung Osteuropäische Organisierte Kriminalität hat 42 Schnittmengen zwischen den Handynummern, die eingeloggt waren auf der Dresdenwiese in Heilbronn und ihre Klientel gefunden und am Tattag mehrere. Das heißt im Klartext, wenn man die Namen, die hat der Ausschuss, die muss der Ausschuss haben, wenn er diese Unterlagen beim LKA angefordert hat, wenn man diese Namen hat, dann kann man nach Thüringen gehen, weil der thüringische Ausschuss explizit ab Mai, spätestens ab Mai, eher ab April, das Thema Neonazis und organisierte Kriminalität zum Thema hat, weil es hier Bezüge gibt, weil man auch unter anderem im Wohnmobil Spuren gefunden hat, die auf litauische Kriminelle zurückführen lassen. Und dann kann man in aller Ruhe abklären, gibt es Ermittlungsverfahren in Thüringen, die diese Namen zum Inhalt haben, oder hat es mit uns schon was zu tun mit dem Mann, den ich vorher angesprochen habe, mit Manfred K., der eben in Osteuropa mehrere Banden hat. Und dann kann man es verifizieren oder falsifizieren. Innerhalb von wenigen Tagen, ganz zum Schluss, hat der Ausschuss noch so getan, ich sage es mal pointiert, dass er die Unterlagen intensiv durchgearbeitet hat. Im Abschlussbericht steht dann drin, man räumt ein, das sei wohl nicht perfekt gelaufen, weil man diese Handy-Kreuzfeldauswertungen bis zum Jahr 2011 überhaupt nicht gemacht hat. Aber im Endeffekt hätte es keine neuen Ermittlungsansätze gegeben. Da ist sowohl der thüringische Ausschuss ganz sicher anderer Meinung als auch der Bundestagsuntersuchungsausschuss für mich ein Indiz dafür, dass man den normalen Aufklärungsaufwand, den man betreiben muss, in dem Punkt überhaupt nicht nachkommt. Vielen Dank. Wir kommen zur letzten Diskussions- und Fragerunde, die wir relativ kurz halten und dann von den beiden Referenten so eine Art Schlussbilanz zu erbitten. Das jetzt alles in einer knappen Form. Ich sammle jetzt mal die momentan auflaufenden Fragen, bitte schön. Mich wundert sehr, dass also die Befehlswege, die so im normalen Wirtschaftsbetrieb keinen Sinn haben, gerade bei solchen Ermittlungen, wunderbar funktionieren. Also wenn der Chef sagt, du hast das nicht gesehen, dann hat er das nicht gesehen.
Dann wäre ich das so ähnlich gegangen. Ich sollte mal in einem Prozess für meine Firma aussagen. Da hat irgendeiner gesagt, der kann nicht reden, was digital sein, Cheflauf. Und das wundert mich sehr, dass das funktioniert. Das heißt, also entweder sei es nun mal einer aus der Regierung oder eben auch ein Staatsanwalt, ein Oberstaatsanwalt oder was weiß ich, der Dienstgrad, das reicht, dann hat der Polizist nichts gesehen. Ja, das ist ein Strukturproblem. Das finde ich, man muss es auch wieder ehrlich sein, ein Stück weit der Ausschuss auch beleuchten konnte. Das ist ein Chorgeist, aber er hat es nicht vertieft. Ein Chorgeist, der, ich bin ja von meiner Tätigkeit auch überregional aktiv, den es in anderen Bundesländern auch gibt, aber ich empfinde ihn in Baden-Württemberg als geradezu im negativen Sinne perfekt. Es ist hermetisch. Wir haben mit wenigen Ausnahmen, Kollegen schon der Nachricht oder auch wir oder andere Medien, wir haben ganz wenige Informanten aus dem Bereich. Das heißt, die wissen alle, wenn sie nur ein bisschen den Kopf nach oben geben, wenn sie das sagen, was Sache ist, dann sind sie, wird sie das Leben sich mehr froh. Das ist so. Es gibt einen Kommissar des Landeskriminalamtes, der aufgrund einer Berichterstattung eines Mediums in Baden-Württemberg fünf Kinder heute Disziplinarverfahren hinter sich hat, suspendiert ist, wegen Geheimnisverrats verurteilt ist, dann jetzt Angst haben muss, dass überhaupt nur seine Rentenbezüge bekommen. Das ist in Baden-Württemberg so. Ich habe in einem ganzen NSU-Kontext, aber da kann Sven vielleicht auch noch andere Erfahrungen mitteilen. Ich habe einen Mann kennengelernt, Mario Melzer aus Thüringen, der einzige LKA, der sagte, nein, ich mache diese Lügerei nicht mit, und sagte, ich musste jemanden vernehmen, der Uwe Böhner 2003 gesehen haben möchte. Mein Chef, der heutige Präsident des Landeskriminalamts von Thüringen, sagte zu mir, geh dorthin, aber es darf nichts dabei herauskommen. Der einzige in den ganzen Jahren des NSU-Komplexes der Aufarbeitung, der diesen Chorgeist verboten hat. Das ist in Baden-Württemberg ein Riesenproblem. Das ist nicht der einzige Fall. Denken Sie an Harry Wirtz, denken Sie an den Führungs- und Ermordungsfall von Maja Bögel in Heidenheim. Denken Sie an den Polizisten Martin Heimann. Solange dieser Chorgeist, dieser Medien nicht durchbrochen wird, solange wird in Baden-Württemberg der entscheidende Fall Heimann nicht gelöst. Hier sind ein paar Leute, die wüssten ja, inwiefern diese Ereignisse wie diesen seltsamen Wattestäbchen-Skandal in Verbindung stehen. Das war ja auch in Heilbronn. Ja, da bin ich leider betroffen. Ich war der, ich muss sagen, eher unglückliche Journalist, der dank hervorragenden Informanten als erstes darstellen konnte, dass die Ermittler zwei Jahre faktisch Ohrenstäbchen nachgejagt sind für 10 Millionen Euro. Das macht einem heute im Nachhinein auch nicht mehr glücklich. Es war, auch da war schon erkennbar, ich sag's mal so wie es war, wie auf hoher Führungsebene gelogen wurde. Also ich wusste seit Januar 2009, dass diese Wattestäbchen eben veruneinigt waren. Das immer gegenrecherchieren, wir brauchen mehrere Quellen, sodass ich drei Monate daran gearbeitet habe. In der Zeit saß der damalige Landespolizeipräsident Hittger und der damalige LKA-Präsident Hiller im Februar 2009 vor über 80 Journalisten, als das Ermittlungsverfahren von Heilbronn zum Landeskriminalamt delegiert wurde. Und er sagte, die Schlinge um diese Frau zieht sich immer enger. Der hat natürlich, anders als ich als kleiner Journalist, schon lange die Kenntnis, beide, dass es die verunreinigten Wattestäbchen sind, weil die Spuren, die sie nicht veröffentlicht haben, so abstrus waren, dass selbst ich als absoluter Nichtermittler sofort realisiert habe, als wir Informanten mir diese Unterlage gegeben haben. Sie haben gelogen, sie haben auch die Frage hin, ob es Spuren gibt, die eigentlich zeigen, dass es die Phantombilder nicht geben kann, ob es die auch gibt. Sie haben Nein gesagt, sie haben damals schon begonnen, Dinge zu vertuschen, Nachweise zu vertuschen, die uns alle diese unzählige Phantomspur erspart hätte. Ich frage bis heute, warum, und von dem her ist es eine relevante Frage. An dem Punkt ist der Ausschuss schon gar nicht nachgegangen, hat nur registriert. War blöd, dass man zwei Jahre lang die falsche Spur verfolgt hat, aber sie werden im Ausschussbericht auch dazu nicht subsaniert. Wir kommen zur letzten Frage, bitteschön. Ja, ich habe eine der erwähnten einfachen Fragen, und zwar habe ich gelesen, dass man der Dresdenwiese das ganz normale polizeiliche Ermittlungsgeschäft sehr nachlässig gemacht worden ist. Also Spurensicherung, Absperrung von
Zahl des Stundes vor geschrieben. Also ich weiß, dass es kritisiert wurde und dass im Untersuchungsausschuss Thema gewesen ist, die Ermittlungsarbeit in Heilbronn. Da ging es um die Absperrung unter anderem, weil sehr, sehr viele Leute sehr schnell sich auch auf der technischen Wiese aufgehalten haben. Meines Wissens waren es auch nicht nur Polizistinnen und Polizisten, sondern auch Interessierte. Es gibt auch Fotos, auf denen Schaulustige kurz hinter der Absperrung stehen. Und es war dort ein sehr hohes Aufkommen. Das wurde auch kritisiert im Untersuchungsausschuss, dass es nicht den Standards entsprechen würde. Es gab auch Beschwerden, soweit ich mich erinnere, später dann über die Tatortreinigung, dass die auch nicht vernünftig gemacht wurde. Es gibt wohl auch Videoaufnahmen von Kindern, die noch gespielt haben am nächsten Tag in Blutpfützen am Boden. Also es gibt da wohl einige Punkte, die darauf hindeuten, dass da nicht alles so sauber gearbeitet wurde. Wobei man natürlich schon auch wiederum nicht entschuldigend, aber man muss natürlich sagen, das ist ein sehr außergewöhnlicher Fall gewesen ist. Das haben schon auch die Ermittler, die im Untersuchungsausschuss ausgesagt haben, auch eingestanden, dass es natürlich ein Extremfall gewesen ist, dass eine Polizistin am helllichten Tage auf der Theresienwiese mitten in so einer Stadt wie Heilbronn erschossen wird. Ja, vielen Dank. Jetzt bitte ich euch beide um ein kurzes Abschlussstatement zur Bewertung der Ausschussarbeit bzw. vor allem des Ausschussberichtes. Kurz ist es natürlich schwierig zu machen. Ich würde aber vielleicht einfach noch kurz sagen, bei allem, was wir jetzt kritisiert haben und kritisch beleuchtet haben, es gibt mit Sicherheit viele Punkte, wo man sagen kann, der Abschlussbericht ist unvollständig oder hat hier Sachen nicht nachgegangen. Wäre es mir schon auch noch wichtig, nochmal festzuhalten, dass ich es richtig und wichtig fand, dass es diesen Untersuchungsausschuss gegeben hat, nicht nur wegen diesem Theater mit der Enquete-Kommission, die es ja im Vorfeld gegeben hat, sondern weil ich es einfach schon auch das richtige Zeichen finde nach wie vor, dass man sich mit diesem Thema beschäftigt und dass man sich auch im Rahmen einer demokratischen Auseinandersetzung mit diesem Thema beschäftigt und nicht mit einer Enquete-Kommission, in die möglichst viel reingepackt werden soll. Es gab ja damals, als die Enquete-Kommission noch lief, Bestrebungen, die auszuweiten zum Thema Linksextremismus oder Islamismus, sondern ich finde schon das richtige Signal ist, dass man sagt, wir machen einen Untersuchungsausschuss zum Thema Rechtsextremismus und wollen ernsthaft die Strukturen in diesem Bereich auch beleuchten. Auch wenn der Ausschuss mit Sicherheit nicht in allen Punkten dort die Arbeit so gemacht hat, wie es vielleicht wir gewünscht hätten oder wie es viele Beobachterinnen und Beobachter auch sich gewünscht hätten, finde ich schon vom Signal her erstmal richtig, dass markiert wurde, dass da eine ernsthafte Auseinandersetzung stattfinden sollte. Das ist in Baden-Württemberg ja nicht selbstverständlich. Es hat sich ja gerade der Innenminister Reinhold Geil hat sich ja sehr lange gewehrt, auch gegen so einen Untersuchungsausschuss. Das wäre ein Aspekt, der mir einfach noch wichtig ist bei aller Kritik und auch bei aller berechtigten Kritik, die wir jetzt an dem Ausschuss und an seinem Bericht geübt haben. Es ist so, dass ich das nur für einen Zwischenbericht halte, was das auch faktisch ist, weil wir noch einen zweiten Ausschuss hoffentlich vor uns haben mit mutmaßlich noch schwierigeren politischen Bedingungen als bei diesem. Ich sehe zwei Grenzen, denen sich der Ausschuss selber auferlegt hat. Die eine Grenze ist, dass man einfach die Exekutive dominieren lässt. Das heißt, man hakt nicht da, wo es wirklich ans Eingemachte geht beim Verfassungsschutz, aber auch beim Landeskriminalamt nicht so intensiv nach, wie es eigentlich gehört. Gerade nochmal vor dem Aspekt, dass man das den Opfern wirklich schuldig ist. Und das nicht getan hat. Und die zweite Grenze, die man geradezu körperlich, die ich gespürt habe, je immer, wenn es an neuralgische Stellen ging, wo unter Umständen ein ehemaliger Innenminister eine Aktie hätte haben können, warf sich Herr Bollfrock vor ihm wie Winnetou vor El Shatterhand. Und genauso sagte Lalo, ohne Grund, obwohl die SPD hatte 2007 überhaupt keine Verantwortung in Heilbronn und im Land, aber ähnlich auch da hat man den Eindruck, dass da, wo parteipolitische Gefahr drohen hätte können, nicht mal sein parteipolitische, sondern wirklich politische Unheil von politischen Funktionsträgern bestimmter Fraktionen und bestimmter Parteien drohen hätte können, das sind die Obleute dieser Fraktion, auch Herr Goll, vieles getan, um das abzubügeln. Das ist nicht ehrenwert, ich finde das, ich sage es mal ganz plakativ, nochmal in den Augen der Opfer muss es beschämend sein, weil ich habe einen anderen Aufklärungsauftrag. Und solange die Kanzlerin
immer noch dabei dazu steht, dass sie eine schonungslose Aufklärung versprochen hat und die nach wie vor verspricht, dann sollte auch die große, also die, ich sage schon, die große Koalition in Baden-Württemberg von SPD und CDU, was zumindest die Schonung der aktuellen und der ehemaligen Innenminister angeht, davon abweichen. Und deshalb erhoffe ich mir und das erwarte ich mir vom zweiten Kommissionsausschuss. Vielen Dank. Ich möchte abschließen mit zwei Bemerkungen. Also zum einen kann ich sagen, wir hatten das Thema der Abschlussbericht des NSU-Untersuchungsausschusses, mehr Fragen als Antworten. Was wir heute Abend leisten konnten, war den Blick auf einige sehr wichtige Fragen, die nach der Arbeit des NSU-Untersuchungsausschusses geblieben sind, geschärft haben. Dafür bedanke ich mich. Ich denke im Namen aller hier, bei unserer Referentin. Und bewegtes Meer geführt haben und das fand ich jetzt schon sehr respektabel, wie wir das gesagt haben. Ich bedanke mich auch bei allen Kolleginnen und Kollegen von den Anstiftern und von der Initiative NSU-Aufklärung für die Vorbereitung und für die Dienste am heutigen Abend. Ich bedanke mich beim DKV für die zur Verfügungstellung dieses symbolträchtigen Glashauses für mich. Und zur Verfügungstellung für unsere der Transparenzförderung verpflichtete Veranstaltung in unmittelbarer Nachbarschaft des Tagungslokals des Untersuchungsausschusses. Und ich bedanke mich bei allen anwesenden DKV-Leuten, die konkret hier Hand angelegt haben. Und danken möchte ich natürlich auch dem aufmerksamen Publikum für das große Interesse und vor allem für das Durchhalten bei zunehmend tropischen Temperaturen. Herzlichen Dank. Eine Bemerkung noch in eigener Sache. Das Thema Zivilgesellschaft war in der Begrüßung angesprochen. Der Abschlussbericht spiegelt die unterschiedlichsten Einschätzungen zivilgesellschaftlicher Präsenz wider. So wird einerseits das hohe Lied der Zivilgesellschaft gesungen, etwa im allerletzten Kapitel, ich zitiere, eine starke Zivilgesellschaft ist ein Schlüssel zur wirksamen Bekämpfung des Rechtsextremismus. Zitat Ende. Andererseits kann man dem Bericht auch die Schelte, beispielsweise des früheren Verfassungsschutzpräsidenten Ranacher, entnehmen, nur ein Beispiel, der als Zeuge gegen, ich zitiere, selbst ernannte Rechtsextremismus-Experten und zivilgesellschaftliche Gruppen, die angeblich viel besser arbeiten als der Verfassungsschutz, Zitat Ende, polemisierte. Und auf dieselbe Schiene begab sich der frühere Justizminister Goll, für mich die Inkarnation der Inkompatibilität, wie wir gehört haben, am letzten Donnerstag in der Landtagsdebatte zum Bericht, in dem er ausführte, Zitat, das muss man einfach sagen, es gibt schon ein paar Beobachter des Geschehens, die offenbar ein Interesse daran haben, dass die ganzen Komplexe unaufgeklärt bleiben, dass es Fragezeichen gibt, dass es natürlich herrliche Gelegenheiten gibt zu spekulieren und Spekulationen sind für manche besonders interessant. Vernichtender kann man das nicht ausdrücken. Wir üben allerdings auch Selbstkritik, nachzulesen etwa auf NSU.org in einem kürzlich erschienenen beachtenswerten Kommentar, wo es heißt, wir seien weit hinter unseren Ansprüchen zurückgeblieben. Ich sage dazu, in aller Kürze, für mich in wichtigen Punkten ja,
aber was geleistet wurde, übrigens auch von einem kleinen Teil der Medien, Beispiele sind unter uns, das war trotzdem nicht wenig und ist ausdrücklich anzuerkennen. Ich erwähne die Dokumentation von Hans-Peter Hellemann, ich erwähne die jetzt eingestellten Wortprotokolle, und zwar übersichtlich strukturiert auf der Anschriftbauseite. Danke an die Dokumentation. Und bei aller Unzufriedenheit, es gibt nur eine Schlussfolgerung in Abwandlung eines in Stuttgart häufig verwandten Zitats und Buchs: dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Schließen möchte ich hier anekdotisch mit dem Bericht einer besonderen Erfahrung, die ich mit dem liebenswerten Bodenpersonal des Landtags letzte Woche gemacht habe. Ich rief bei der Infothek an und fragte, ob man den Untersuchungsausschussbericht in gedruckter Form beziehen könnte. 10.000 Seiten. Die Antwort in gepflegtem Schwäbisch: Hallo, der ist jetzt aber nicht online. Rufen Sie später wieder an. Ich: Könnten Sie bitte eine Notiz machen und weitergeben, dass Sie an der gedruckten Ausgabe interessiert sind? Sie: Also, wie setzen Sie? Man muss es auf den Zettel schreiben. Und wenn es auf den Zettel schreiben, kann er den Zettel verpfeifen. Das ist kaum mehr. Da kann ich nur sagen: Alles in Ordnung, in bester Ordnung in Baden-Württemberg. Gute Nacht.